Hey, ja, ist der Stoppen. Ich bin der Diebster und ich spiele mit euch Runde Runde Among Us. Mal wieder. Und zwar als Crewmate mit Cini und Kitty, Iltis, Marv, Nerosut und vielen anderen Leuten. Was ist das denn? Die Karte haben wir. Was ist das? Ach da, muss ich lang. Warum geirrt? Okay. Was ist das hier? Das ist mal fast schief gegangen, ey, muss man sagen. Ach, Simon Says, jetzt ernsthaft. So. Einmal noch. Ah, hab's geschafft, ey. Ich muss aber noch mehr, hab noch mehr zu tun. Die Karte auch noch nie gespielt. Was ist das denn hier? Pflanzen. Das ist, glaube ich, das. Das ist ein Kristall. Das ist auch eine Pflanze. Das ist auch ein Tier. Und das ist auch ein Kristall. Habe ich jetzt irgendwie erkannt durch, ja, durch Zufall. So. Dem müssen wir hoch Energie verlegen. Das ist dasselbe. Oh. Braun ist tot. In zwei tot. What the fuck, yeah. Map, Alter? What the fuck? Einmal verlaufen am Ende, ja. am Anfang meine ich. Ich hab die Karte reingestellt, weil ich hab ich weiß nicht, wie der Raum heißt. Ja, ja, wo? Sein, oder? Nee. Wo liegt denn eine Leiche? Doch, wenn du auf angepinnte Nachrichten gehst. Das ist eine gute Frage, wo die liegen. Rechts, rechts oben, rechts unten, kann man vielleicht mal mal sagen. Sie liegt in Communications. Oh, wir sind ja zwei tot. Ja, und zwei tot. Direkt an der Seite von der Tür, das heißt, sehr beschissen zum Sehen. An der Seite von der Tür, oben, unten, rechts, links. Oben. Also Communications halt. Ja, also schlechte Leitung und Cini waren es nicht, die waren bei mir oben, ne? Ja, ich war auch einfach viel zu dumm für alles. Ja, aber am Anfang einmal verlaufen Richtung Reaktor, wie komm ich da hin? Hä, was ist denn das? Warum geht die Tür nicht auf? Ja, true. Wer war bei mir in Admin? Also ich glaube Kitty und... Ich habe auch noch in Admin diesen Code eingegeben. Ja. Ich habe bei Admin was mit dem Flugzeug gemacht und habe dann halt noch ein paar Leute gesehen, aber ich weiß halt nicht wer. Und Kitty stand halt gerade in Cafeteria, als ich diese Task mit dem Automaten gemacht habe. Ja, ich habe mir einen Milkshake geholt. Lecker. Dann wollte ich gerade Reactor sehen und sehe dann halt die Leiche von Iltis. Para ist auch tot. Ja, aber keine Ahnung, wo der liegt. Weiß man nicht. Gut, das ist eine gute Frage, ja. Wahrscheinlich oben beim Reaktor noch, oder? Oder ist er mit uns raus? Also beim Reaktor sind wir ja noch. Den wollte ich gerade sagen, ich war auch noch beim Reaktor gerade. Ich war mit Para, ich kam mit Para erst später, weil wir die Tür nicht mal bekommen haben, als ihr in die Contamination reingekommen seid. Und dann sind wir auch wieder zurück. Hm, ja. Tja. Ich habe überhaupt keinen Verdachtsmoment, keine Ahnung. Ich kann nur ausschließen. Oder es könnte sein, dass jemand so schlau war, in Decontamination reinzuwenden. Und den dann da weggeholt hat. Das kann auch kann sein. Natürlich sein. Aber warte. Wobei, wir sind ja ich bin ja gerade in Decontamination, da war jetzt keine Leiche. Doch, Communication. Wir sind gemeinsam rausgegangen. Also da war auf jeden Fall noch am Leben. Hm. Also, ja. Die hätte ich ja jetzt sehen müssen, weil ich bin ja gerade in der Dekontamination. Also okay, keine Ahnung. Stimmt. True. Communications auch. Aber man kann. Warte, ich guck gerade die Karte an. Achso, man könnte über Medbay, aber. Ja. Kann ja theoretisch direkt am Anfang schon dahin gewendet sein, vom Anfang an, ey, wenn wir halt weggelaufen sind aus dem Nonspad. Das würde tatsächlich gehen, also du kannst ja. Ja, aber keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Ja, also weiß ich nicht. Ja, wir haben noch keine Anhaltspunkte.
Natürlich habe ich mich selber gefehlt. Schön, ey. Wie immer. Was? Sind wir jetzt hier? Wo muss ich jetzt hin? Ja, natürlich, ich habe auch keine Ahnung von der Karte, muss man auch mal sagen. So. Ich bin ganz alleine, das gefällt mir nicht. So, wo muss ich jetzt hin? Atmen da oben. Ha. Rechte Leitung. Ah. Komm her. Komm her. Meine Güte, ich bin so ein schlechter Pilot. Von großen Schiffen. Was wollen wir hier machen? Achso. 42197. Ah. Da war ich schon mit dem Task. Kriegt. Ha. Tja, keine Ahnung, ehrlich gesagt, wer hier der Poster sein könnte. Die Koordination, Balkon. Greenhouse, Reaktor. Da ist jetzt einer hingewendet. Da ist einer hingewendet. Verdammt! Ah! Wer war das denn? Muff! Ach du Scheiße. Hallo? So. Auch schon wieder Zeit. Wo war denn die Leiche? Die war bei diesem Kreuzgang. Ich bin gerade von. Ich habe ja gerade Oxygen gemacht oder Lunchpad und dann Oxygen und dann bin ich nach Norden gelaufen. Ja, wo diese drei Gänge zusammenkommen, da lag Rot, Deep Star. Okay, ich habe gerade gesehen, wie jemand vom Reaktor zum Launchpad gewendet ist. Das heißt, kannst du denn eine Farbe erkennen oder was? Nein, das war ein Admin. Da siehst du keine Farbe. Achso, ein Admin, okay. Ja, ich bin mit meinen Tasks jetzt also durch und dann dachte ich, okay, dann gucke ich ein bisschen, ob ich was Verdächtiges sehe und das ist das halt. Jetzt. Aber wir müssen Diebster jetzt auf jeden Fall looten. Da habe ich noch gesehen. Also, das ist. Cindy, du warst entweder. Also, es ist keine Ahnung von der Karte oder ich hätte das nicht sehen sollen, weil du bist zu dem Event gelaufen, aber es ist nur eine Vermutung. Also ich weiß überhaupt nicht, was ich tue auf dieser Karte. Ja, das ist glaubwürdig, deswegen. Nero, also ich habe niemanden einmal gesehen. Ich habe ein paar Mal Marv gesehen, der ist an mir vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ob er mich hätte töten können. Ich vertraue irgendwie Marv nicht. Ich weiß nicht wieso, das soll nicht fies klingen, aber. Aber wen ich noch gar nicht gesehen habe, so richtig eine schlechte Leitung. Auch nicht. Also ich habe aber einmal meine Task durch, ich stand dann auch die ganze Zeit bei Admin mit und bin dann mit in Office rein, um das Licht zu fixen. Ja, okay, das. Oder? Ich denke schon, mit Marv zusammen, wir waren noch zu dritt. Ja. Ja, was voten wir jetzt? Oh mein Gott, das ist so schlecht. Wir müssen voten, weil die Tasks sind fast durch. Ja. Oder wir schaffen es noch, ja? Ich bin mit meinen Tasks durch. Ich hab noch eine. Einer. Aber wäre trotzdem besser, einen rausfliegen zu lassen jetzt, weil halt ja noch immer zwei drinnen sind. Okay, wer ist am. Hier Wort einfügen, wer ist am verdächtigsten oder am fassesten? Keine Ahnung. Schlechte Leitung. Ich würde Knochi oder Sinni sagen. Okay, ich glaube, es ist schlechte Leitung. Schon einige, ne? Weil wenn wir kreuz und quer voten. Ich vertraue halt jetzt mal Nero, ich weiß nicht mal, wie ich nicht mitgefixt habe und Sinni und Knochi nicht mit beim Lichtfixen waren, ist halt schon ein bisschen komisch, war. Ich bin reingegangen.
Ich bin aber wieder umgedreht. Ich war da. Also okay, ich würde sagen, schlechte Leitung, und wenn es dann falsch war, müssen wir nochmal gucken. Gut, versucht's bitte. Ja. Ich versuche es doch. Das nicht so gut. Tja, das war die Fehlentscheidung. Das war nix. Naja. Er war gar nicht der. Er hat doch nichts gesagt. Menno. Tja, das war die falsche Wahl, würde ich sagen. Aber zu 50% lagen wir schon richtig. Ja, zu 50%. Oh, nee, ich hab noch gesagt, ich vertraue Nero zum ausnahmsweise mal. Ja. Das Lustigste ist, der hat mich vor meiner letzten Task gekillt. Ich so, ach nö, das darf nicht wahr sein. Ja gut, die kannst du auch noch fertig machen. Ja, die nicht Geister können die ja fertig machen, ja. Das war trotzdem sad. Das war trotzdem sad live. So, nächste Runde. Imposter mit Tavi. Ach, meine Güte. Okay. So, Mikro Tavi. Ja. So. Okay. Lalalala. Ah, kann auch nichts machen. Hallo, hab jemanden gefunden? In der Medbay, ja. Unten. Wohl direkt beim Scan wurde der wohl erwischt. Aha. Das war also unmittelbar. Das war Marv. Hier. Also Marv und Tavi, die beiden standen quasi beim Scan und ich habe hier Blutgruppe 0 negativ. Also Tobi habe ich noch gar nicht gesehen, keine Ahnung. Das hat mir zu lange gedauert, also bin ich dann im Nachhinein zu meinem Greenhouse gegangen und habe meine Pflänzchen gegossen. Also ich bin im Loungepad losgegangen mit schlechte Leitung. Schwarze Leitung. Also mit der... Mit der Sleitung bin ich losgegangen, dann kam uns Nero entgegen. Ich bin jetzt low. Wer wartet mir denn alles bei hier Electrics, als das Licht ausging? Ich. Ich war auch mit dabei. Tavi habe ich da gesehen. Hm? War da nicht Tobi auch noch dabei? Ich glaube nicht. Der war, glaube ich, nicht mehr dabei. Ich wollte da hingehen. Schade, nur ein oder zwei Leute sehen. Da waren zu viele Leute. Ich kam von oben vom Filter machen. Muss man Licht an zwei Stellen wieder anmachen? Nee, ich glaube nicht. Ne? Nur Licht, Office. Licht ist, glaube ich, immer nur einmal. Okay. Wo seid ihr denn aktuell? Ja, mit also ich bin gerade unten in der Cafeteria. Ich bin gerade oben bei Greenhouse. Edmund? Wie gesagt, im Greenhouse, bevor halt der Dings kam. Wo wurde die Leiche jetzt nochmal gefunden? Medbay. Unten. Nur eine oder zwei? Nur eine. Habe keine andere gesehen. Ich weiß nicht, wo Tobi ist. Ja, das ist eine gute Frage. Wo liegt er überhaupt? Du hast Marv gefunden. Ach ja. Okay. Ja, ich habe Marv gefunden. Ja, ja. Okay, und die anderen? Also ich kann nur sagen, ich bin vorbei. Da ist er auf dem Scanner gestanden und ich war dann oben im Greenhouse und dann in Office beim Upload. Ich habe auf alle Fälle Tavi dort oben gesehen. Und Kitty und schlechte Leitung kam als letztes. Ist das denn dann passiert, nachdem das Licht wieder an war? Sind die dann runtergelaufen? Die meisten sind Richtung Admin. Also ich bin nach Electricus runtergegangen zu meiner Task. Ja, und ich bin halt hoch zu dem Pflänzchen gegangen. Bist du der Einzige, der runtergegangen ist? Wie war dein Laufweg, Tav? Ja, also... Nach
wo ich wollte halt zu Electric. Bin halt von der. War halt vorher Medbay, wie gesagt, aber es hat mir halt zu lange gedauert, also bin ich hochgelaufen. Und dann war halt das Licht dann aus. Ich hab's dann. Wollte das dann fixen gehen, natürlich. Nur. Das war dann halt gefixt und dann bin ich direkt zu dem Pflänzchen. Ja. Aber du musst doch erst die Gießkanne holen. Die hatte ich vorher schon geholt. Ah, okay. Was ist die Frage? Oha! Oha, schämt euch. Was war das denn jetzt? Dieser. Scheiße. Bin jetzt in die Pfanne gehauen oder was? Ach ne. Ach, das ist ja ganz doof. So, das ist ja scheiße. Scheiße, jetzt ist er gestorben, ey. Das wollte ich jetzt gar nicht. Wenn ich gerade hier bin. Okay, da kam ich schon. Das ist ja gerade doof gelaufen. Wie ist der jetzt? Ich wusste ja nicht, dass die das hat. Ah, alle hier, ne? So. Okay. Ja, wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Wie spiele ich das? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich hab keine Ahnung, wie ich das spielen soll. Licht ist da oben. Licht aus, wollte ich gerade machen. Ach, scheiße. Ah, da ist der Kitty vorbei. Ich kann an nichts anfangen, so eine Scheiße ist das. Ich habe keine Gelegenheit, an zuzuschlagen, das ist richtig doof. Ne, kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen, das ist voll die Scheiße. Ja, kann ich auch nicht erledigen, weil wenn, da sieht man doch sofort. Ach, Scheiße. Aha. Tja. Wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Er liegt in Office. Und. Wer liegt in Office? Ah, ja, sorry. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich könnte glatt meinen, dass in Electrical gerade auch einer liegen würde, aber ich habe es zu spät gesehen. Ich glaube, es ist Diebstahl, aber ich habe seine. Was? Gesehen. Ich bin auch gerade reingekommen. Nee, wir haben einen gewotet und zwei waren vorher tot. Es passt, nur Kitty ist tot. Ja, und sie liegt halt. Zwei gestorben? Nee. Das Ding ist ganz etwa so, Para war für mich die ganze Zeit das, aber der hätte mich so töten können, das wäre ein bisschen, ja. Ich bin doch immer sass. Ja, einfach aus. Also, aus Prinzip. Ich war gerade eben mit schlechter Leitung und Kitty in Admin und bin dann runtergelaufen, weil ich dachte, in Koms ist jemand tot. Und
mir kam, glaube ich, gelb als erstes entgegen, dann pink und dann weiß. Das heißt, Diebster war als erstes oben. Entweder schlechte Leitung oder Diebster. Okay, also ich bin ja... Also ich bin in Office jetzt gewesen, ja, aber ich war hinter jemanden. Ich habe jetzt aber nicht gesehen, wer es war wegen dem Licht. Also ich bin mir... Oh, Entschuldigung. Ja, egal, wo ist Nero? Nero habe ich gar nicht gesehen. Nero könnte auch gewendet sein. Habt ihr Nero gesehen? Ich habe all meine Tasten gemacht. Nero habe ich, kurz bevor das Licht ausgegangen ist, habe ich quasi Nero hier ganz links gesehen. Ja, ich habe die Schildkrötenanomalie aufgedeckt. Davor habe ich beim Reaktor, da stand Para noch. Para hat noch mit Reaktor gemacht. Und genau. Ich und noch irgendein Dritter. Ich war dabei. War Para, ja. Nero, war noch jemand mit euch am Launchpad? Nur ihr zwei, oder? Nur wir beide. Also links und okay. Wir sind am Launchpad. Gut. Dann seid ihr zwei safe. Dann würde ich schlechte Leitung am meisten verdächtigen. Der war alleine mit ihr oben. Könnte aber auch Diebster gewesen sein. Oder was ich glaube, ich halt eben noch gesehen habe, aber ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, in dem Moment, wo das Licht ausging und ich zu Electrical hingegangen bin, da dürfte ich meinen, für einen kurzen Bruchteil vielleicht, ich weiß nicht, entweder was braun gesehen zu haben. Also einer kam ja zumindest entgegen, aber ich konnte es nur für einen Bruchteil einer Sekunde sehen, nicht genau resignieren. Und als ich dann in der Electrical gegangen bin, poppte bei mir dann schon der Report-Button auf, aber da wurde quasi schon irgendeiner anders gleich damit gemeldet. Wir sind uns bei der Y-Kreuzung irgendwo begegnet. Da habe ich Diebster, Knochi und Para gesehen. Also das jeweils immer so ganz knapp. Wir müssen jetzt rausworten, also schlechte Leitung oder Diebster? Also, er war halt alleine mit Kitty oben. Es kann aber auch jemand, ja, okay, von denen, wo hoch ist, als erstes gewesen sein. Aber, obwohl, Diebster ist dann noch mit mir und Para zurückgelaufen, aber ich bin auch. Also, wir müssen davon ausgehen, dass wir vielleicht noch ein oder zwei Imposter noch haben. Ja, das ist das Problem. Hast du Tavi richtig geschlagen? Wissen wir noch nicht. Oh Mann, das war ja so schlecht, ey. Ich muss jetzt diesen Wohnung vorsichtig. Also, ist doch bald vorbei. Ah, ist schon so doof, ey. Scheiße. Ach Gott. Ich muss jetzt zum Reaktor. Sabotage kann ich auch noch nicht machen. Juhu. Yay! Okay, wer war's? Ich war's. GG. Ich war's. Siehst du? Ja. Das war so schlecht von mir eigentlich. Ich hab vergessen, dass man diese scheiß Gießkanne holen muss, Mann. Ja. Das hat mir am Ende das Genick gebrochen. Ich so, hätte ich doch gesagt, ich bin zu Utu gegangen. Ja, ich war wieder zu unvorsichtig. Er kam gerade in dem Moment jemand rein, als ich wieder umklug geschlagen habe. Das ist wie beim letzten Mal passiert. Ich hatte dich eigentlich gesaved, Taff, aber dann plötzlich dein Laufweg war komisch. Ja, hätte ja sein können, dass ich die Gießkanne schon geholt habe. Ja, aber ich habe gedacht, zu dem Schluss kommt ihr, aber anscheinend. Blöd, du wirst rausgeworfen nach einer Leiche, die ich dann halt gemeldet habe auch noch. Das war noch ungünstiger, ey. Das wollte ich natürlich nicht, dass man dich damit raushaut, ey. Kein Problem. Oder ich hätte es selber melden sollen, ey. So ein Scheiß. Das Self-Report ist immer riskant, ja. Okay. Nächste Runde. Ein Crewmate immerhin. Ein Crewmate. Gut, was haben wir hier zu tun? Immer machen wir das, den Toss erst. Ach, drüber lange Hose. Ach Gott, das sollte ja ewig. Oh. Ja, das hat nicht ganz hingehauen. Also Kitty kann ich auf jeden Fall bestätigen, die ist sicher. Okay. Habe ich hier noch was zu tun, ja.
Fahren wir nochmal zurück. Oh, und wieder raus hier. Hier ist das hier gefährlich. Ich habe es nie gefunden, quasi. Knochi. Jo, wir haben schlechte Leitung bei Decontamination. Decontamination? Aha. Genau, also direkt beim Eingang, wenn du in Richtung ja. Reaktor und Admin, glaube ich, macht. Ist der Admin oben oder nee, Labs, glaube ich. Reaktor, ne? Ja. Ja, Labs, ja, genau. Reaktor und Labs. Danke. Ich habe die Leitung auch zuletzt gesehen im Laboratory. Also war er auch da oben. Da war ich, glaube ich, noch jemanden gesehen. Wer war denn da noch? Also ich habe oben diese komischen Samples sortiert. Simon Says, dann diese Zahlen. Und das, was man halt hochschieben muss. Also ich hatte halt fast alle meine Tasks jetzt oben im Reaktor ja. im Lab. Deepstar hat sich gescannt, also ja. für mich ist er proof. Genau. Ebenso halt ebenso Kitty kann ich auch bestätigen dann entsprechend. Nero stand auch drauf. Ist der auch proof oder war das denn schon vorbei? Ich weiß es nee, nicht. Nee, Nero war da stand noch da, als ich da noch drauf war. Das ist wohl weggegangen, weil da war doch gerade dieser Alarm dann. Das ging ja weg. Ja, aber wir können doch nicht alle zusammen draufstehen. Nein, das eben. Eben, nur was, Anna. Was ist da los, Nero? Was ist da los? Hm? Das ist der Aufzuggenerator, ja. Oder ich bin gleich hin, als es losging. Hm. Also wohl dann. Nero war doch ganz lang im Launchpad. Und dann kam er zu uns zum Scannen. War nicht ganz lange im Launchpad. Ja, er kam zum Scannen, da stand ich aber gerade drauf. Dann ist er weg, genau. Dann kam der Alarm, dann ist er weggegangen und dann bist du drauf. Und ich dachte mir, hä, jetzt können zwei drauf und dann wollte ich es auch ausprobieren, aber es hat nee, gesagt, Deepstar, ja. Waiting for Deepstar. Genau. Ne, ich habe da auch noch gewartet, ich konnte es auch noch nicht anfangen. Ja, genau. Wir waren gerade alles in Decontamination, da waren drei Leute kurz vorm Kill, so 10 Sekunden. Kurz vorm Kill? Nee, kurz vorm Kill. Draußen, da war ich auch schon draußen. Ich war auch schon draußen. Ich war eben im Launchpad, da ist mir Klochi entgegengekommen. Also ich kam gerade oben von... Nur hat er da umgedreht und ist mir hinterhergelaufen. Also ich kam gerade oben von Electrical und habe gerade dort hier meinen Daten-Upload gemacht. Mit einer schönen Animation. Ja, Para war mit mir in Admin, das kann ich bestätigen. Ja. Marv stand am Anfang auch ewig am Admin-Panel. Ich kann halt nur sagen, vom Launchpad, als ich zurückgekommen bin, kam mir Knochen entgegen und der ist dann umgedreht. Also der ist mir hinterhergelaufen dann plötzlich. Ja, ich hab Greenhouse echt nicht gefunden. Also ich weiß okay. nicht, wo war. Das, aber da, ich war aber unten, also deswegen. War Tobi oben bei Reaktor irgendwo? Oder? Ja, da wo der Alarm losging, war ich gerade mit meiner Task fertig. Da hatte ich in Reaktor eine Task gehabt, da wo der Vent ist, glaube. Und hab dann mir gedacht, okay, jetzt machst du den Alarm. Und war easy prima da und hab da meine Flosse dann eben schon raufgehauen auf der linken Seite. Und hab gewartet, und dass sie alle kommen. Tobi war der allererste. Dann bin ich zurück, wieder die Contamination durch und ich glaube, dann war ich Storage da, wo die Gießkanne ist. Ich glaube, in Storage okay. oder in Cafeteria. Ja, weiß nicht. Hab dich gesehen auf dem Launchpad. Oh, da wird aber schon scharf geschossen. Ich hab nicht gewotet, Charlie. Ja, Knochi ist mir verdächtig, sag ich mal. Mikro! Knochi ist mir verdächtig, wenn er mir plötzlich entgegenkommt. Da unten, als würde er darauf warten, dass er wieder umbringen kann. Also das fand ich schon, da habe ich jetzt natürlich auch gewotet. Ich weiß, dass da oben noch jemand war, weil halt, wo er gemordet wurde. Was muss ich hier machen? A2? Jawohl, aber Ding benutzt. So. Ja, fängt es an, scheiße Imposter zu sein, wenn du überhaupt nicht weißt, was das für Tags sind, die du da faken sollst. Du weißt gar nicht, wie lange die dauern und sowas. Da kam mir, das war Nero. Das war durch Nero. Vier, zwei, sieben, neun, sechs. Da war nur ein. Kitty ist da, Tavi.
Ach, Upload-Task, das noch. Ja, keine Ahnung. Soll was? Oh. So. Ich habe mal eine kurze Frage an Tobi. Als ich da oben an dem Admin-Code war, einzugeben, da war, meinte ich, alleine da drinnen zu sein. Und jetzt wieso in der Runde? In der Runde. Und wieso bist du aus Richtung Vent gekommen? Aus Richtung Vent? Wo? Ja. Bei Office oder Greenhouse? Bei Admin. Da, bei wo Admin? Man den Code, ja, da, wo man den Code eingibt. Also, du hast mir unten nicht gesehen dann. Ich bin ja hinter dir. Doch, ich war gerade in dem Moment fertig und dann bist du aus der Richtung gekommen. Deswegen, ich fand es verdächtig. Deswegen. In letzter Runde in Storch, glaube ich, die Gießkanne geholt, dann zu Greenhouse hoch, hab da die drei Pflänzchen, ich glaube, das waren Dreie, gegossen und bin dann in Admin rein. Da hab ich oben, ganz oben im Norden in Admin eine Task gehabt und da hab ich dich da schon stehen sehen an diesem Scanner-Dings, glaube ich, und bin dann hinter dir rum und unten am Vent, da hatte ich ebenfalls noch eine Task gehabt. Tobi, wo ist denn Greenhouse? Ganz oben. Ist ganz oben. Ja, oben. Na, wo ist denn die Leiche jetzt eigentlich? Ja, ich wollte gerade sagen, darf ich vielleicht sie ist ja auf der Karte gerade, Kitty. Aber ich muss dich enttäuschen, es sind nicht nur drei Pflanzen. Dürfte ich vielleicht jemand sagen, wo die Leiche liegt? Ja, wo ist die Leiche? Genau, wo wurde die gemeldet? Die liegt direkt beim Reaktor und mir kam keiner entgegen. Aha. Da oben war niemand im Reaktor. Also wurde gewendet. Ja, ich meine, du kannst ja hier überall hinwenden. Ja, das ist das Problem, glaube ich. Also Marv ist aus meiner Sicht aushelfen, dem war ich ganz lang auf Balcony alleine. Tobi, wie oft hast du die Karte schon gespielt? Kein einziges Mal. Jetzt lass doch Tobi mal hier. Nee, aber ich finde es halt spannend. Ich bin noch im Diebster, habt ihr euch gesehen? Aber ich finde es schon... Knochi habe ich nie mehr gesehen, Knochi. Da war gerade mit mir oben im Office. Wir haben einen Download, Upload, irgendwas. Genau. Aber ich meine... Ich habe auch Para noch halt nirgends gesehen. Also von daher... war da nicht zu sagen, ob ich jemanden gesehen habe. Nur mal so zur Anmerkung. Wenn Tobi... Wenn du wirklich die Pflanzenquest gemacht hättest, dann wüsstest du ganz genau, wie viele Pflanzen da sind. Nein, habe ich mir nicht behalten, leider. War mir da unsicher, ob nun drei oder vier... Aber so schnell kann man das doch nicht vergessen. Naja, ich war ja da schon auf dem Weg und hatte da noch zwei andere Tasks, wie gesagt. Ja, ich bin ja da hinter dir dann eben. Ich wollte gerade sagen, ich hatte auch Sass auf Tobi. Ja, sorry, aber. Ja, ich aus der Richtung vom Ben kommt er auch. Tut mir leid, Tobi. Ey, ihr wollt unbedingt verlieren. Tut mir leid, Tobi. Tut mir leid, wirklich. Tut mir echt leid, sorry. Aber auch alle, echt. Einer war ein Na, er selber. War es, keine Ahnung, die Geschichte klingt glaubwürdig, ne, dass er aus dem Vent gekommen ist. Er nicht weiß, welches Ding er hat. Ich bin fertig, was machen wir jetzt? Hier Leichen suchen oder was? Ich weiß es nicht. Also, ich kann mir das hier vorstellen, dass ich aus der Ecke kam. Da war gerade einer. Reaktor sind zwei Leute. Knochi ist es nicht. Marv und Intis. Ist keine Leiche. Ha. Also die Leiche lag auf dem Gang. Kann auch sein, dass die jetzt irgendwie durch die Wand gebackt ist. Ich habe es noch nicht gesehen. Da war nur der Report-Button. Oben bei Greenhouse direkt. Aber im Gang halt Admin Greenhouse da. Ja, ja. Knochi kam von oben runter, gerade als wir hoch sind. Ja, Deepstar und Kitty sind in... Dings rein, Dekonter. Ja, genau, ich bin an der Spur nachgegangen, aber hat sie nicht bewahrheitet. Ich hatte halt in der Apartment-Konsole halt gesehen, dass jemand von Communications zu Reaktor ist, aber. Ich hab
glaube ich, Diebster, oder? Ja, da kam ja Marv und da kam Marv und Iltis entgegen. Marv und Iltis kamen dir entgegen, aber halt beide lebendig, ne? Also, deswegen. Warte, mit wem war ich gerade? Mit wem war ich gerade in Atmen? Ich frage da, wenn das noch jemand weiß. Ich habe dich da stehen sehen am Panel und hab. Okay, und wo bist du hingegangen? Ich bin dann. Die kam zu mir. Gegangen. Die kam zu mir. So die Kontamination habe ich sie gesehen dann. Okay, gut. Nero hat niemand gesehen, oder? Der ist im Weltgewicht. Also Nero habe ich nicht gesehen, nee. Ich weiß nicht, Iltis. Iltis habe ich gesehen und Marv. Und Kitty auch. Ja, Iltis auch. Und ich waren ja zusammen. Ja, genau. Das kann ich auch bestätigen. Kitty habe ich auch gesehen. Auch Kitty gesehen. Also kann nur Nero oder Knochi sein. Wo hat Nero mich gesehen? Auf dem Flur. Als ich zum Reaktor bin? Ja. Ja, also ich glaube, also was Nero ähnlich sieht, ist die ganze Wenderei wohl. Also wir haben ja jetzt schon ein, zwei Mal gespielt, der wendet halt schon viel, ne? Mhm. Tja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Spur. Dein Stuhl quietscht. Das ist nicht meiner. Ich bin entschuldigt, was das angeht. Diebstahl, dein Schulpiece. So. Vielleicht okay. Ist es ja dein Stuhl. Ich sitze auf dem Sofa. Also, wir verdächtigen Nero und Marv, oder wie? Und also, für mich... Und, oder was? Nee, Marv ist safe. Der also, für mich Nero und Knochi habe ich immer noch auf der Liste. Wir könnten aber rein theoretisch noch zwei... Theoretisch könnten noch Iltis und Marv sein. Theoretisch für mich, ja. Oder war jetzt nicht einen schon rausgevotet? Naja, ja. Vielleicht war der das ja gar nicht. Tobi haben wir rausgevotet, aber war er das? Keine Ahnung. Tobi war, ist glaube ich ziemlich safe Imposter gewesen. Weiß ich nicht. Glaube ich auch, aber ja, es war verdächtig. Die ganze Runden schon wenig Kills. Es war verdächtig. Ich weiß es nicht. Also Knochi war halt oben am Admin-Dings. Nero sagt, er war unten. Oh. Tschüss. Tschüss. Bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Er war es aber nicht. Er war es aber nicht. Aber wir haben noch. Es war der richtige und. War die falsche Spur. Da war es die falsche Spur, ärgert mich jetzt sehr. Es kann Nero sein, aber... ich hab ja nichts mehr zu tun. Und ihr wisst... Ich wusste es! Ah, es sind Iltis und Nero. Nein, warum ist er tot? Also, ich gehe mal stark davon aus, dass es dann Nero ist. Ja, wieso? Ja, also Iltis und ich waren mal wieder ziemlich lang zusammen. Kitty habe ich zwar nicht gesehen, aber du warst halt der Einzige, der sonst noch sus war. Kitty, wie bist du gelaufen? Ich habe oben Licht wieder angemacht, dann bin ich nach unten, weil ich im Lab eine Quest hatte, mit dem Kristall, den zusammen zu puzzeln. Und ich war fast fertig, dann habt ihr reported. Okay. Ich glaube auch, dass es Nero ist, denn Marv habe ich oben noch gesehen. Ich habe auf dem Admin-Panel gesehen, dass jemand über Locker Room nach Dekunter gegangen ist. Das muss dann wohl Kitty gewesen sein. Und einer war in Medbay. Ich dachte, Nero macht seinen Scan fertig. Wollte ich runterschauen. Das hatte ich ja schon letzte Runde gemacht. Ich war jetzt in Cafeteria, da habe ich auch Marv gesehen. Ja, aber ich war Balcony und nicht Cafeteria. Hast du ihn gesehen? Du bist es, es war einer in Medbay und
links lag vor Medbay, also denke ich, dass Nero von Medbay nach Balcony gewendet ist. Ich bin aber Cafeteria direkt gegangen und war unten, aber Marv ist halt links rumgegangen und hätte rechts lang und ich denke, du hast mich nicht gesehen. Nee, ich hab dich auch nicht gesehen, aber ich war halt auf Balkon, also... Naja, Nero, der Imposter, hat ein weiteres Sichtfeld als wir anderen, ne? Darum hat er dich auch nicht gesehen. Nee, wenn das Licht an ist, haben wir beide das gleiche Sichtfeld. Nee. Nein, hast du nicht. Von 1,2. Ja, du siehst doch bis zum Ende des Raums dann trotzdem. Und ich kombiniere mal, wir haben noch einen Imposter, oder? Ja, also da muss ja nicht zwei mehr. Sonst werden wir ja alle hops jetzt. Genau. Und Kitty hat vorher gesagt, Deepstar steht auf dem Scanner und macht seinen Medbay. Wenn sie nicht komplett geintert hat, dann ist sie zu 100% proof. Dann kann es nur Nero sein. Als sie es gesagt hat, ich konnte es ja auch nicht machen, den Medbay-Scan. Da muss ich ja auch warten. Hallo? Ja, wir warten nur noch auf dein Vote. Ja. GG! Weiter in Reactor. Ich war kurz davor, meine Tobi. Kein Problem, kein Problem. Schnochi, deswegen ist das umgedreht, ja, um mich zu erledigen. Hat überhaupt jemand getötet? Nein, es kam immer was dazwischen. Ich wollte Deepstar. Es kam immer noch was dazwischen. Oder was? Ich wollte das, glaube ich, umbringen. Noch in Nero waren's. I got the feeling. So, nächste Runde. Als Crewmate. Also, Imposter, nur erst partiert Imposter lief gut, ne? Danach lief's echt nicht mehr. Ach nee, da bin ich eben noch dran gestorben, ey. Kann nicht wahr sein. Na. Okay. So, machen wir wieder den Scan zuerst. So. Knochi. Marv ist hier noch. War es eben nicht Kitty? Sind ihr mir vorbeigekommen? Ich hab ihn gleich gesehen. Ha. Para wieder. Ah, das ist der beste Spieler, der sich mit den ersten erledigt, der Arme. What happened? Ja, what happened? Ja, wo? Das ist ganz interessant. Ja, darf ich es denn erzählen? Ja. So, also, im Generator habe ich ihn gefunden. Und was sehr interessant ist, ist, dass Tavi mir in Dekontaminierungskammer entgegenkam. Was ist denn da passiert im Generator, Tavi? Ich hatte da diese Tasks, wo ich halt diese Power hochschieben musste. Und da habe ich Para zwar gesehen, als ich aber rausgegangen bin, war der noch am Leben. Da war aber wirklich nicht viel Zeit zwischen. Ja, ich habe den Kill nicht mitbekommen. Also ich bin direkt rausgegangen. Kam denn jemand? Er war gerade in Launchpad. Also ich hab's kurz hochgeschoben. Marv sind da noch und Knochi. Kommt. Also im Launchpad sind Marv und Knochi. Marv ist irgendwo noch AFK oder was? Keine Ahnung. Ja. Und Knochi. Ich hab die. Okay. Ich war mit Tobi oben und noch einem. Kitty, ich der Leitung war noch oben. Genau, ich bin hoch, aber da war schon vorbei. Nero war oben, Tobi war mit mir drinne, Para und wer war denn dann noch? Aber es müsste ja... Schlechte Leitung, wo warst du denn? Ja, ich war mit oben, wie schon gesagt, aber ich war zwar im Labor, habe aber die ganze Zeit versucht, diesen heklichen Stift zusammenzusetzen oder was das sein soll, diesen Kristall. Mhm.
Also ich habe vom Mord nichts mitbekommen. Okay. Ich bin hoch rechts ins Labor und habe Ewigkeiten diesen Stift zusammen gebastelt. Okay. Tja, was macht man? Ziemlich stark eindeutig Tavi, weil wir wollten alle hoch, Generator. Also, und dann ging der Sauerstoff aus. Ich bin wieder nach unten. Gut, Para ist auch nicht nach unten gegangen, was ihm zum Verhängnis wurde. Und Para, irgendwie der Mikro ist gerade noch an, musst aufpassen. Und Tavi halt auch nicht so. Ich gehe zurück zum Generator, weil ich da was machen wollte, und Tavi kommt mir entgegen und hat Para nicht gesehen. Wenn jetzt jeder andere ein Alibi hat, dass er woanders war, bleibt für mich dann nur Tavi. Mhm. Auch also wenn ich ihn jetzt nicht live gesehen habe, wie er das Messer in den Rücken gerammt hat, aber... Sorry, aber das ist, verstehe ich halt nur. Also ich war halt, ich habe gesagt, okay, man könnte zu Oxygen gehen, aber ich habe mich so aufgeregt. Ich so, ne, jetzt mache ich erstmal die Task und dann gehe ich zu Oxygen. Und dann war es halt schon, also als ich rausgegangen bin, war Para definitiv noch am Leben. Also. Na gut, wir merken uns auf alle Fälle, dass es Leitung im Lab war und dass Nero ihn gefunden hat. Tobi war die ganze Zeit bei mir, Marv und Knochi im Dropship. Ja. Von Launchpad. Ja. Und Knochi ist auch. Aber behaltet euch auch bitte, dass Tavi ziemlich sass ist. Also bitte. Mir ist eine Flasche runtergefallen hier. Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß gar nicht, wenn ich das wieder rausfinde, bin ich so tot. Das ist das Problem, was ich habe. Also. Kann auch nicht sagen. B3. Okay. Ach, und über zum Launchpad zurück, das ist so eine Scheiße. Ach, am besten so schnell wie möglich erledigen, ey. Ach, wahrscheinlich bin ich gleich tot. Oh nein. Ja, wenn ich in einem Gangplatz hinter dir einer kommt, das denkst du, Marv, kommt auch dahin. Hallo, meine Herren. Ich bin gerade nach oben gelaufen, um die Gießkanne zu benutzen für die Blümchen. Okay. Mhm. Und da war Nero. Und weiter unten in dem Raum, im Admin-Raum, war Knochi. Ja, habe ich auch gesehen, kam auch eben hin. Aber ich bin mit Iltis, glaube ich, gelaufen. Iltis ist Office reingegangen, ich bin Admin reingegangen. Ja, genau. Ich habe gerade einen Upload gestartet. Wie lang lief der? 5 Sekunden? Dann kam die Leiche reported. Also, ich war bevor das passiert ist alles, war ich zuerst mit Tobi bei diesen Wetterballons. Und dann habe ich mir die Gießkanne geholt und ich meine, ich hätte Kitty da auch gesehen gehabt drinne. Und dann bin ich halt zu diesem Power Switch, genau. Und dann bin ich halt beim Power Switch direkt daneben bei diesem Stromkasten halt gewesen. Du hast die Gießkanne geholt, aber Kitty war doch schon oben, als der Mord passiert ist, oder nicht? Ja, sie ist mir entgegengekommen, als ich da reingegangen bin, eher gesagt. Aber also ich war doch viel früher mit der Task fertig als du, Tavi. Ja, ich stand auch noch eine ganze Weile. Ich habe die Gießkanne geholt und er ist gerade rein und dann bin ich nach oben. Genau. Dann habe ich es nicht gesehen, sorry, weil ich war auch bei der Gießkanne und gerade nach oben nach Greenhouse wieder. Tavi, du hast Tobi gesehen, bis du zu Storage bist, oder? Genau, ich habe Tobi gesehen, bis ich zu Storage gegangen bin. Also er stand zuerst halt da an diesen Wetterballons, dann bin ich halt dazugekommen, musste halt diese, keine Ahnung, 4-5 Sekunden warten, bis das fertig ist und dann bin ich halt direkt Gießkanne holen gegangen und dann direkt daneben zu diesem Sicherungskasten oder was das ist. Und die Bar und S-Leitung, wo warten ihr so? Ich war im Launchpad auf dem Weg. Genau, habe ich auch rechte Leitung auch gesehen, der taucht hinter mir auf. Dachte ich auch wieder, oh Gott, der will mich bestimmt wieder umbringen. Aber nee, hat er nicht getan. Also wir haben uns gegenseitig gesehen.
wir können, also wir zwei waren es auf jeden Fall safe, nicht, weil wir waren ganz woanders. Knochi, hast du gesehen, wie Iltis im Office war? Iltis ist im Office reingegangen, aber was er gemacht hat, kann ich dir nicht sagen. Ich bin Admin, hab dann das mit der Karte angefangen, hab zwei Ziffern eingetippt und dann kam der Report. Ich stand zitternd vor Angst am Upload, weil ich dachte, er springt einen aus dem Vent und killt mich. Ja, du siehst unten, ob jemand reinkommt und ich glaube noch rechts, aber du siehst den Vent nicht, ne, wenn du da stehst. Nö, ich sehe den glaube ich nicht. Ich muss kleiner mal dahin. Ja, ich würde erstmal noch skippen. Tavi ist wie vorher saß und dieses Mal könnte es auch Kitty selber gewesen sein. Das habe ich auch gar nicht reingeguckt, sonst hätte ich da auch drauf geachtet. Schade, ey. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen gesehen. Nee, wie gesagt, wenn ich jemanden sehe, dann bin ich tot. Ich habe auch kein Gefühl für das Spiel, um zu wissen, wo ist passiert jetzt was. Wo passiert jetzt was? Ich habe echt keinen Lust. SL Mikro. Knochi ist hier. 5, 2, 5. Pass completed. Tobi und Kitty. Ja, ganz woanders. Knochi. Ganz weit weg, ey. Zu spät. War noch ein Quest. Der nächste so. Down, Iltis. Wer war alles im Reaktor oben? Ich. Ich? Ich hab die Hand drauf gehalten und dann bin ich direkt raus. Ja. Und noch jemand. Also Kitty, Knochi, Deepstar und Taffy waren oben. Und Knochi und noch irgendjemand. Wo liegt die Leiche überhaupt? Und die Leiche liegt in Launchpad. Ich bin ein bisschen verspätet gekommen, weil ich meine Admin-Task fertig gemacht habe. Und mir kam schlechte Leitung von unten entgegen. Also er kam nicht aus Locker Room, er kam von unten. Dann dachte ich schau mal bei Launchpad, ob da jemand liegt. Und da liegt ein Marv. Ja, ich war in Medbay, habe mich gescannt. Wollte dann eigentlich auch mit zum Reaktor gehen, bin aber nach oben gelaufen, weil, naja, Kartenketten ist noch nicht so vorhanden. Und dann war der Reaktor ja fertig und dachte ich, na gut, okay, dann kannst du ja hochlaufen und bei Admin deine Task machen. Aber wie gesagt, ich habe mich vorher scannen lassen. Muss man dein Mikro ein bisschen lauter kurbeln für dich? Mal ihm SL, ich verstehe nur die Hälfte leider. Ja. Ja, bei TAF aber auch, ne? Sorry. Was? Mein Mikro ist zu leise? Also ja, es passt eigentlich. Ja. Oder ich gehe einfach ein bisschen näher dran. Aber ich habe versucht zu vermeiden. Deswegen, ja. Ist es denn jetzt besser? Oh ja, auf jeden Fall. Warum es auf 48% war, sorry. Ist Knochi jetzt dadurch leiser geworden? Ich weiß nicht. Nein. Knochi ist allgemein leiser bei mir. Ja, sorry. Auf jeden Fall, Liebster und Kitty kann ich schon mal ausschließen. Ja. Tobi. Mhm. Das ist... Wo warst du nochmal? Ich war oben beim Gießen, da war Kitty, glaube ich, und bin da irgendwie durcheinander gekommen wieder. Deswegen hat das ein bisschen mal zu lange oder so lange noch gedauert. Ja. Und dann bin ich zu euch rüber. Du kamst auch zu spät, ja. Ja, ja, doch. Dann habe ich ihn gesehen. Ich kam nämlich aus Admin raus und da ist irgendjemand nach unten gehuscht. Ich dachte zuerst, das wäre Weiß oder so, aber dann war das Tobi. Ja. Dann hatte ich noch schnell kontrolliert, ob im Greenhouse jemand liegt und dann bin ich runter. Also Tobi kann nicht so schnell davor gerannt sein. Die anderen haben sich alle gesehen. Da bleibt für mich nur schlechte Leitung übrig, der sich doch nicht in Medbay gescannt hat. Okay, einfach. Er hat sich aber theoretisch doch in Medbay gescannt, hat er einfach gemacht.
Ja, aber... Und als die Zeit dann abgelaufen war, dachte ich mir, ja gut, also die Zeit im Sinne von Reaktor fixen, dann kannst du wieder nach Norden gehen. Zum Greenhouse, beziehungsweise eigentlich aber zum Admin. Ja, es stimmt schon. Es könnte schon sein, aber du hast leider das schlechteste Alibi. Die anderen haben sich alle gesehen. Ich habe Tobi gesehen und du kamst halt in etwa aus der Richtung. Und da liegt eine Leiche. Wählen oder wie? Ja, ich wähle. Also ich würde wählen. Wem denn? Schlechte Leitung. Erst Leitung. Haben wir nicht alle gewählt, oder? Ich glaube, wir waren ein bisschen zu spät dafür. Tja. Naja, was soll man sagen? War es jetzt nicht die Entscheidung? Ja, ich habe halt keinen gesehen. Ne? Ich sehe halt niemanden, ne? Wenn ich jemanden sehe, dann bin ich mal so tot. Das ist halt das Problem, wirklich. Ja, aber jetzt muss ich immer noch was machen hier. So eine Scheiße. So. Ah, da oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie wieder los. Tobi? Kitty, Knochi, Tavi, ist keiner. Okay, ich fertig mit meinen Tasks. Leiche suchen. Wo lag denn da eben eine Leiche? Ich konnte Report drücken, habe ich gar nicht gesehen. Neben dem Vent. Ah. In dieser Dekan. Warte, wo lag er jetzt? Und Tobi war bei mir, aber weiß nicht. Hey, ich dachte, ich war mir eben 100% sicher, dass Iltis das wäre. So, wo? Bis und eben. Wo lag die Leiche nochmal? Wo lag die nochmal? Zum Reaktor hin. Okay. Ja. Also Tobi und ich sind vom Reaktor runtergelaufen und Taffy kam uns entgegen. Und als die Tür aufging, lag da plötzlich der Iltis. Also, das finde ich lange verdächtig. Ja? Ja. Das ist immer in der Nähe von Leichen. Ja, wer? Ja, du. Also ich kann sagen, was ich gemacht habe. Ich hatte meine Tasks jetzt fertig. Also einmal Blumen gießen und halt diese Schilder und... Was war das noch? Und dann war halt noch eine kleine Aufgabe und dann habe ich gesagt, weil ich fertig bin, gehe ich jetzt auf Leichensuche. Gute Beschreibung. Ja, aber Taffy, was hast du jetzt gemacht gerade alles? Ja, habe ich halt gesagt und dann bin ich halt runtergegangen, ja, hab in den Sensor-Log geguckt und dann habe ich noch, hochgegangen und wollte gucken, ob im Reaktor jemand liegt. Also ich bin definitiv auf Leichensuche gegangen gerade. Das also. Ding ist jetzt einfach. Ich kann Liebster bestätigen und Kitty und Tobi kann sich gegenseitig bestätigen, dass sie es nicht waren. Also. Ja, aber was soll ich denn machen, wenn ich meine Task schon fertig habe? Ich habe meine Task auch fertig. Ehrlich, ich war auch auf Leichensuche. Ganz ehrlich, ich traue irgendwie niemanden. Deswegen bin ich halt derjenige, der lieber alleine rumrennt, bevor ich heimlich im Rücken abgestochen werden. Ja, das ist natürlich das Risiko, hast du dann natürlich, dass du trotzdem dann halt kein Alibi hast, ne? Ja. Ja, aber trotzdem ändert das nichts an der Sache, dass ich hier schon die letzten, keine Ahnung wie viel Runden beschuldigt werde. Ja, weil du plötzlich zufälligerweise immer in der Nähe der Leiche bist, also in der Richtung halt, du halt kommst, wo die Leiche liegt. Ja. Das ist halt verdächtig. Ja. Es ist Zufall, weil ich in letzter... Ja, kann ich nur sagen, was es ist. Also es ist halt alles Zufall. Ja. Und die am meisten schießen, sind halt Knochi und Diebster. Also es ist ganz... Wir haben uns ist halt aber trotzdem kann es einer von euch sein. Also aber wer auf andere schießt am meisten... aber es könnten doch rein theoretisch...
könnten rein theoretisch doch aber auch noch zwei Imposter sein, oder? Theoretisch? Ich glaube nicht. Was ist, wenn jetzt zwei miteinander rumrennen? Was ist, wenn Knochi und Diebs da miteinander rumrennen? Und die Imposter sind, ja. Oder sich einfach so decken und die Imposter sind. Oh Gott. Paradein Mikro. Ich würde sagen, Paradein Mikro. Dieses, ich würde sagen, wir voten Tavi erstmal raus und dann gucken wir weiter. Ja, ja, genau. Immer. Ich meine, auf das ist, wir haben jetzt eh die Wahl. Entweder verlieren wir jetzt oder wir gewinnen, wenn wir die richtigen rauswählen. Müssen wählen, wählen. Genau, entweder gewinnen wir jetzt, wann Tavi es ist, oder ich wir haben noch zwei und dann haben wir es die anderen. Er war es nicht. Scheiße. Oh, du hast ihn gefunden. Ich hab den die ganze Zeit gesucht, den Emergency-Button. Ja, wir haben... Also, das Spiel ist noch nicht vorbei. Das heißt, es muss doch jemand sein. Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt drücken soll. Deswegen stand ich da die ganze Zeit so... Ja, ich meine, ja, willst du es nicht. Wenn es jetzt nur einer ist... Also, ich glaube, Diebster ist es auf keinen Fall. Also, ja, da wäre Quatsch, wenn ich den jetzt drücken würde. Ja, wer hat denn jetzt Licht angemacht? Ich bin zu spät hoch. Ich war's. Ich bin gar nicht hingelaufen, also ich weiß es nicht. Ich war unten beim Knopf. Ja, wir haben uns die ganze Zeit so angeschaut, so... Ja, gehst du oder geh ich? Ja, ich weiß es aber nicht. Also einer von uns vier ist es. Aber wer nur? Ja. Ching Chang Chong, ich nehme ihn Mu oder was? Ich habe keine Ahnung, wer es sein könnte, ey. Obwohl ich auch, mit Kitty auch... Ich habe auch überlegt, den Button zu drücken, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nee, auch nicht, ja, aber... Also Tobi war oben im Reaktor, als ich gekommen bin. Und Knochi und Diebstahl, die sagen, dass sie zusammen rumlaufen. Ja. Also in dem Fall waren wir jetzt zusammen, ja. Also jetzt schon die ganze Zeit? Nein, die ganze oder jetzt Zeit nur nicht, nur vereinzelt. Ne? Sie wurden mal wieder mal immer weggelaufen. Im 90-Pet zum Beispiel wurden sie einen Weg gelaufen seiner Zeit. Und drum habe ich den Button nicht gedrückt, weil ich es nicht wusste und ich wollte erstmal noch weiter beobachten. Wo findet man den denn hier? Ach, ja, so, in der Cafeteria direkt, ja. Okay. Also immer da, wo man dann nach so einem Report hinkommt, also nach diesem ganzen Voting und so. Okay, da ist doch immer ein Tisch und da ist der Button immer drauf. Oh, danke. Ja, aber wir meinen auch müssen wir jetzt einwählen. Boah. Aber wem? Ich hab keine Ahnung. Entweder wir gewinnen oder wir verlieren. Ja. Das glaub ich auch. Ich hab echt auch keine Ahnung, ey. Es könnten rein theoretisch immer noch zwei sein. Es könnten Knochi und Diebstahl sein. Nee, wenn zwei, wäre das Spiel vorbei. Wenn zwei sind, ist das Spiel vorbei, dann, weil die genauso viele Imposter werden wie ich. Einer Roommates. Ist raus und das ist Tavi. Ich glaube einfach fest dran. Ja, das heißt, einer von den beiden muss es ja nicht gewesen sein. Schlechte Leitung oder Tavi war es nicht. Okay, Kitty, Tobi, habt ihr vielleicht Indizien, dass der andere Imposter sein könnte? Keine Ahnung, nee. Also. Ich war gekommen, da lag noch nichts in Deacon. Und dann war ich rechts mit Task machen im Labor und er könnte ja ganz schnell in Deacon hingewendet sein und dann wieder zurück in den Reaktor. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir haben verloren. Scheiße! Ja, ist doch scheiße.
Tja. So. Das war's nicht. Oh, euch Knochi und Diebster, wie lange spielt ihr das hier schon? Das ist jetzt, ich hab quasi mit dir gemeinsam diese Karte erstmal gespielt. Also das dritte Partie jetzt, ist das glaube ich, ne? Oder vierte? Ja, ich hab sie vielleicht ein oder zweimal davor mal gespielt, aber. Das eigentlich kenn ich dir jetzt nicht. Also ich verlaufe immer noch, also. Ich weiß es nicht. Ich überlege gerade, wer. Ich kann es echt nicht sagen. Master of the Among Us ist und uns jetzt also, hier von uns dreien? Von uns dreien. Das ist schwer. Ja, drei Ahnungslose sind wir, also. Okay. Ihr sagt, ihr seid zusammen rumgelaufen, aber gibt's irgendwas, Knochi, was du bei Diebstahl so ein bisschen komisch fandest? Diebstahl war irgendwas komisch, was Knochi gemacht hat, oder? Nee, diesmal so. Tatsächlich nicht, ist mir nicht sowas aufgefallen. Ah. Das ist jetzt. Ich kann dir echt nichts sagen, was das Knochi jetzt verdächtig machen würde. Also irgendeiner von euch macht jetzt den übelsten Mastermind-Trick. Tja. Ich hab keinen Anhaltspunkt, wer es von euch beiden sein könnte. Also da, wo ich Nero gefunden hatte, oben bei dem Bäumchen, beim Blümchengießen, da war der Knochi unten im Admin. Aber. Und auf der anderen Seite der Iltis. Aber als die andere Person umgebracht wurde, dann kann das Diebstahl halt nicht gewesen sein, weil dann, obwohl. Auf der Karte kann man überall hinwenden, wenn ich. Ja, man kann überall hinwenden. Das ist voll krass. Ah, hab ich gerade auch realisiert. Das ist. Tja. Was jetzt machen? Ja, irgendjemand müssen wir jetzt voten. Aber wen, ja. In dem Geister-Chat geht's bestimmt schon voll ja. ab. Ja. Und wir zwei, wir sitzen hier. Ja, und, oh mein Gott. Diskutieren halt Zeit und Wissen, überhaupt gehe ich weiter. Was für Vollidioten. Also Knochi habe ich mehrmals gesehen, ja, aber ich kann nicht mal ausschließen, dass er es ist. Aber. Diebstahl könnte halt echt schnell sein und gewendet sein, aber ich vertraue die am wenigsten, Kitty. Ja, geht mir auch so, muss ich zugeben. Geht mir tatsächlich auch so. Weil ich dich also nicht so häufig gesehen habe wie Knochi, tut mir leid. Ich habe brav meine Task gemacht. Ja, ich auch. Verdächtige gerade total den Knochi. Weil, ja, der holt sich jetzt wahrscheinlich bei dir ein Alibi und hat vorher den Nero weggemacht. Kann möglich sein, aber ich weiß es nicht. Ich hab eher Angst, dass es dann andersherum ist. Ah, sorry. Tut mir leid. Wir werden jetzt sehen, wie es endet. Wahrscheinlich war es jetzt andersherum. Master Prank Kitty wollte wohl zu viel. Wackenfly. Hey Kitty! Yeah. Alter! Alter Kitty! Entschuldigung! Ich warte, bis es runterläuft, dieser scheiß Countdown, damit ich dann endlich einen von euch killen kann! Aber es hat nicht geklappt. Unschuldig! Unschuldig über Bord geworfen! Ja, tut mir leid, ey! Und dann auf einmal, ja? Ja, Kitty hat sich viel zu sehr verdächtigt am Tisch. Ich war der andere tatsächlich. Schlechte Leitung. Das war nicht Tavi, nein, absolut nicht. Nee. Ja, sorry Tavi, ich hab die Iltis Leiche dir einfach zugeworfen. Ich könnte es nicht sagen. Aber ich hab Knochi häufiger gesehen als dich, deswegen hab ich jetzt den Ausschlag gegeben. So, nächste Runde, das war richtig spannend. Crewmate. Puh. Ja, ich glaube, ich bin lieber Crewmate als ich Imposter bin, nur mal sagen. Mal nachtanken. Wo sind da hin? Okay, wo gehen wir jetzt her? Erst in Cafeteria, machen wir diese Cafeteria-Quest. Ach, kann man lieber immer mehrmals hinkommen, müssen wir nicht hin. Es macht keinen Sinn, dahin zu gehen.
ist Kristalle, da ist Knochen. Da ist auch Knochen, glaube ich. Jo, also Licht ist aus. Da hat ja jemand Schläge zugeschlagen. Uiuiui. Also Licht ist aus im Balkonhaus und Report-Button habe ich nur gesehen. Aber wenn es ja nur Marv ist, dann dürfte es ja mehr. Der Para. Das ist fies. Also jetzt weißt du, warum du immer sus bist, Para. Wieso? Weil ich zufälligerweise dort angehe? Nein, wegen solchen Sprüchen. Vielleicht. Ich hab keine Leiche gesehen, aber ich hab mal gedrückt, ja. Ich hab auch keine Leiche gesehen, den Report-Button, weil ich noch den Task machen muss. Und ja, okay, gut, Report. Ich war in der Richtung noch gar nicht, deswegen kann ich da überhaupt nichts zu sagen, da oben. Genau, Deepstar und ich, wir waren oben im Reaktor am Labor und hinter uns kam, glaube ich, die rechte Seite. Ich habe die Tür vor mir zugemacht, das war sehr frech, muss ich sagen. Ich habe nur Kitty noch gesehen. Ich wollte nicht getötet werden. Ich habe nur Kitty nur gesehen. Das schlechte Leiter kann ich nicht bestätigen, aber... Also, ich könnte hinkommen, dass schlechte Leitung da war. Er ist etwa mit mir halt nach mir von Launchpad gekommen. Bin ich auch, aber... Okay, ich habe mal nicht gesehen. Also kurz bevor das Licht gedimmt wurde, bin ich mit Tobi in Richtung Cafeteria gegangen, der war unmittelbar hinter mir. Dann bin ich quasi in die kleine Lagerhalle gegangen, um dort die Gießkanne abzuholen. Tobi habe ich zumindest noch gesehen, allerdings ist er hier nicht in der Werkstatt drin gewesen. Dann ging das Licht aus und habe ich quasi schon die Leiche gesehen. Könnte vielleicht sein, dass er es ist, weil ich habe quasi unmittelbar, nachdem ich durch die erste Balkontür durchgegangen bin, habe ich noch jemanden gesehen, aber leider nicht welche Farbe, aber es könnte vielleicht sein, dass es Tobi ist. Wer hat das Licht gefixt? Immer Tobi. Echt mal, ey. Ich war doch immer noch am Getränkeautomaten da dran. Ja, mit den ganzen Fakten, die jetzt ja am Start sind, kommst du damit jetzt ziemlich in die Bredouille? Hat jemand Licht gefixt? Make-up? Wir werden das Licht gemacht. Ja, so kam das doch gar nicht, oder? Nee, das Licht müssen wir ja noch fixen. Das ist ja noch aus. Ja, stimmt. Ich sehe noch den Pfeil oben blinken. Stimmt. Warte, wen habe ich? Ich glaube, ich habe Ethis die ganze Zeit. Ja, ich habe dich auf dem Scanner beobachtet, Knochi. Also Knochi war es zu 100% nicht. Ich bin dann hoch und stand am Admin-Table, als das Licht aus war. Ich weiß aber nicht mehr in Office. Muss dazu sagen, ich musste da auch erst wieder an diesen komischen Automaten erst durchsehen, ey. Was der ist, verstehe ich schon. Der ist ein bisschen tricky, ey. Versteht auch nicht sofort, wenn man da drücken muss. Das stimmt. Also nochmal zur Wiederholung. Kitty, Deepstar, S-Leitung waren oben am Reaktor. Ja. Oder Labor entsprechend, ja. Ich habe Knochi lange Zeit gesehen. Und Para und Tobi waren in Dings. Dann ist Tavi und Nero, die nichts haben. Doch, ich war oben und habe den Admin-Code eingegeben. Und ich wollte gerade die andere Task machen und dann kam der Report. Ich bin spät vom Launchpad losgekommen. Bestimmt ich wieder. Da bin ich aber auch mit S-Leitung. Nero ist als allerletztes vom Launchpad. Ich weiß nicht, ob das reicht für die Leiche. Ich glaube fast nicht. Ach, keine Ahnung, war ich nicht. Ich kann dir nichts zu sagen, wo die Leiche war. Beziehungsweise ich weiß nicht mal, wer da in der Nähe war. Ach, scheiße, ist das für uns. Wir machen zusammen hier los. Ja, das Problem beim wenn das Licht aus ist, kannst du wunderbar jemanden umbringen, die sieht dich halt nicht. Hä? Was war das denn? Mal alle irgendwelche Knöpfe gedrückt. Ah. 69599. Ja, Tavi und Nero. Oh, immer den Luftfilter hier. Okay. So. Kann ich mal unser Labor mal beenden? Knochi wieder hinter mir. Knochi und Para. Da. Mit dem Angezeig, wo man hinmachen muss. Ja. Natürlich besser, wenn du es weißt.
Muss der sein. Da verpeilt Knochi und Para sind alle hier. Dann kann ich mich jetzt erledigen. Okay. Tavi. Hab eine Leiche gefunden in Storage. Ich glaube, Braun war das, der Ältest, der lag dort. Aha. Hab aber keinen dort in der Nähe gesehen, außer eben ist mir noch jemand hinterhergekommen. Der hat, glaube ich, mich noch an diesem Y-Gang gesehen, hin zur Cafeteria. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Para ist es nicht. Ich habe eine Frage, die ist, warum wolltest du eigentlich erst nicht ins Labor gehen? Ich hab halt geguckt, ob Paranoia vielleicht wieder erwischt wird, so, im Reaktor. Nein. Ja, bis auf Leben. Dann habe ich aber mal halt diese Task gemacht, wo man da alles da sortieren muss. Und dann bin ich halt mit Para wieder zurück über die Dekontamination, da war ich jetzt in Medbay, kannst du dich vielleicht auch bestätigen. Ja, also ja, ich kann quasi auch bestätigen, Deep war ja quasi mit mir in Decontamination und als wir quasi aus Decontamination unten rauskamen, haben wir quasi noch Tavi und Iltis gesehen. Ja, genau. Ich bin dann nach oben gegangen, ich habe dann quasi noch Kitty gesehen, quasi bei der Dreierkreuzung und ich war dann quasi oben bei O2 und habe dann dort meine letzte Task gemacht. Warte mal, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und Iltis sind raus? Warum? Oh. Was? Keine Ahnung, stand da gerade. Versucht mal wieder reinzukommen, bitte. Ich glaube, das geht nicht. Ja, diese E-Druck. Vor allen Dingen, wenn ihr eure Quests noch nicht fertig habt, eure Tasks. Ja, das wäre... Das ist blöd. Ich wollte noch eine Sache machen. Hey, kam noch Tavi. Habt ihr die denn schon fertig? Könnt ihr das sagen? Keine Ahnung, ich bin mit einem durch. Ich habe, glaube ich, noch 4. Wie bei Marv und Iltis? Ach so, bei denen, keine Ahnung. Ja. Das ist eine gute Frage. Sind doch hier im Discord noch drin, oder? Ja. Oder darf man das nicht? Wollen da nur nicht reden, weil sie tot sind, ne? Das war der Punkt. Marv ist sowieso AFK. Marv? Ich glaube, der hört uns nicht. Was? Doch? Also eigentlich müsste der uns hören. Marv is not responding. Ja. Spielt seine Rolle. Oder sind die rausgeflogen? Iltis auch. Im Discord ist es ja noch, ja, keine Ahnung. Also, bei mir stand was, dass ich eine alte Among Us löschen hätte, keine Ahnung. Lol. Ich komme auf jeden Fall nicht mehr rein. Ja, dann müssen wir gleich eine neue Lobby aufmachen. Hattet ihr noch Tasks offen? Wir gucken mal, ja klar. Ja. Dann machen wir auch Runde noch zu Ende, egal wie es ausgeht. Ja, wir können ja dann ja nur gewinnen, wenn man die Imposter rauswählen. Ja, gut. Ja. Also oder alle einverstanden, dass wir das trotzdem machen? Ja, egal. Ja. Ja. Risiko. Ja. Nicht, dass das korrigiert wird mit dem Tag? Machen wir weiter. Ich hab mal mein Wort gesetzt. Aha. Kitty und Paranoia. Hätte ich doch selber wählen können. Ich hab das jetzt mittlerweile ein bisschen wegen anonym ist das nicht mehr so lustig. Wie mache ich das nicht mehr? Was muss ich denn da? Milkshake? Was ist das? Was ist ein Milkshake? B3, ne? Naja, kein Milkshake, halt so ein Trinkpäckchen. Halt, ne? Paranoia. Knochi. Tobi.
liegt schon wieder eine Leiche. Blau ist tot. Da muss ich mal auf der Karte gucken, was das für ein Raum ist. Laboratory. Aha. Eben gesehen. Da, wo ihr auch eben gerade aus der Schleuse rauskamt. Und ja. Rein. Wir haben dich ja eben gesehen, als du rauskommst. Hm. Ja. Kannst du niemanden mehr gesehen? Was hab? Habt nicht verstanden, Para. Vielleicht aus dem Reaktor gewendet? Ich? Nee, ich bin ja Reaktor raus und hab sie ja da in Decontamination gesehen, wie sie gerade rein sind. Ja, wieso? Para war doch auch dabei. Para und Kitty. Ja. Wir sind jetzt gemeinsam jetzt los und wir sind gerade halt gemeinsam hier hochgekommen. Ja, und bin dann oben Laboratory rein und da lag Blau. Und wo warst du zuvor? Na, im Reaktor. Hab eine Task gemacht. Und davor? Davor kam ich da rein. Da hast du mir ja gesehen über den Y-Gang dann eben, Para. Da hast du mir noch hinterher geguckt, wo ich denn hingehe, glaube. Von unten, Decontamination. So, wir waren zu dritt in Decontamination. Genau. Zum Reaktor nach oben. Wer war denn das nochmal? Para unten? Ja, und ich. Diebstahl. Ja, genau. Und Tobi war schon oben. Ja, und Tobi kam uns gerade entgegen aus Reaktor, als wir da reingekommen sind. Okay. Und wo lag jetzt die Leiche? Laboratory. Ja, im Labor gegenüber Im Labor. Quasi. Ja, da ist ein Vent. Ja, im Reaktor auch. Essenleitung war. Deswegen ist es mein Verdacht. Okay. Könnt doch nicht den Tobi schon wieder aus Fenster schmeißen. Warte, wo war Nero? Ich habe Blumen gegossen. Aber Essleitung war gerade bei. Ich habe gerade Blumen gegossen, genau. Greenhouse. 4 Blumen. Ja. Auf vorhin Storage beim Start. Wann warst du denn da? Hast du Nero gesehen? Ja, habe ich. Der kam ganz am Ende und als ich hochgegangen bin, ist Para runtergegangen auf Epsilon. Also der ist Richtung Süden, ich bin nach Norden gegangen. Also die schlechte Leitung, weil du mich gesehen hast. Was hatte Knochi nochmal zu sagen? Also ich bin jetzt mit einem Task durch und wollte gerade, bin gerade in Admin reingegangen. Und dann kam der Report. Ich wüsste auch nicht, wer das sein kann. Ich habe ja da niemanden gesehen. Keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal in Reaktor jemanden gesehen, der mir da aufgefallen wäre, weil da war ja die Tür hinter mir zu, dann die Contamination. Ja, nur du warst da oben, weil wir keinen mehr da. Dann muss der Tobi wohl wieder fliegen, glaube ich. Keine Ahnung. Also zumindest verhältst du dich ganz schön verdächtig. Aber warum? Ich habe da bloß die Task im Reaktor gemacht und wollte dann rüber. Das ist schon verdächtig. Ja. Darf ich meine Tasks nicht machen? Oh, wir müssen voten. Okay. Aber ich weiß nicht, wen ich voten soll. Es ist eine LOL-Runde. Was? Wieso ich? Glaube Dieb ist es. Glaube auch. Was? Nein. Meine eigene Stimme war sie da. Gibt's ja nicht. Jetzt bin ich selber rausgevotet, ey, nein! Nein, jetzt ist es. Nein, ey, verdammt! Das darf nicht wahr sein! Nein, das darf nicht wahr sein, ey! Eine eigene Stimme war es jetzt! Nero so lange. Ich hab mich rausgevotet. Ey, ich fang immer meine eigene Stimme. Ich war jetzt auch Unterschied. Das kann nicht wahr sein, ey.
Ey, Siggi, Tobi diesmal, haben wir ihn dreimal 5 Minuten Unrecht verdächtigt. Alle gucken jetzt Tobi an. Wow, wir haben doch alle Task fertig bekommen, oder wie? Da lag ich doch mit meinem Verdacht an den Task richtig. Wer war's denn jetzt? Tobi war es auf jeden Fall, aber wer noch? Was? Doch, na sicher, er ist nicht. Also, ich war es nicht. Ich habe mich nur selber wieder rausgevotet jetzt endgültig mal. Ja. Zwei Stimmen, eine Stimme davon war ich selber. Hast du irgendeinen getötet? Nee. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Das war wirklich Tobi. So ein lieber Imposter. Nein, ich dachte, wir hätten noch nicht alle, oder ihr könnt nicht alle Tasks holen. So, nächste Runde. Als Crewmate. Crewmate sind wir jetzt. Ja, mal gucken. Ja. Das ist eine andere Karte. Okay. Eine andere Karte, Moment mal. mal kurz eine andere Karte raussuchen. Das ist ja gemein. Aber welche ist denn das hier? Ist das die hier? Ich glaube, die ist das. So. Andere Karte, ey, hab ich gar nicht mitgekriegt. mach das hier, Snake. Ja. Andere Karte, ey. Ihr habt ja schon alle ja schon mal gesehen, so ist ja nicht auf YouTube und so, aber. Das ist doch hier Elektro, ist doch hier. Knochi? Okay. So. Was haben wir hier? Das ist das Musikspiel hier. Rockband. Was spielen wir jetzt? Okay. Guten Abend. Oh, Para, der Arme. Das ist jetzt echt sad life gerade. Ja, also mir ist Folgendes aufgefallen. Also erstmal habe ich ihn gefunden, nahe den Laboratories. Wo sind die denn überhaupt? Ach, da oben, ah ja. Ich war eben sehr verwirrt, er plötzlich andere Karte. Ich muss immer die Karte raussuchen. Ja, also das ist Laboratories und am Anfang ist in die Richtung mit Para Kitty gegangen. Und aha. Kitty war auch nicht beim Strom fixen. Kitty habe ich wieder getroffen beim Office, als ich gucken wollte, ob er noch lebt oder tot ist. Weil ich schon dachte, okay, ich habe mir gehört, Kitty folgt Para, Kitty folgt Para. Und dann bin ich nach dem Lichtfixen mal zum Bildschirm gegangen. Dachte ich, okay, hier steht Kitty. Ich wollte jetzt nicht aus dem Labor dann zum Dings, weil ich denke, da sind welche schneller da. Und habe danach die Quest mit dem Pylon gemacht. Dieses Labyrinth. Naja, wenn es Kitty ist, bin ich ja safe erstmal. Also ich kann komisch formuliert, ich kann schon mal zwei Leute so, glaube ich, ausschließen, nämlich Iltis und Deepstar. Ja, die habe ich auch gesehen. Ja, weil wir irgendwie die ganze Zeit da auf der linken Seite genau. Standen. Genau. Tobi war oben in Camps, als ich raus bin aus Security. Hat ganz genau. Hat er was gesehen? Nee, weiß ich nicht. Nee. Wo ist denn die Leiche nochmal genau? Tobi, also noch vor dem großen Labor, in dem kleineren Raum davor. Also als ich runtergegangen bin, hat er noch gelebt. Da stand da links. Wo links? Wo bist du? Marv war doch auf der linken Seite. Den Marv habe ich gesehen. Bei Electrical. Genau. Ich dachte schon, du wärst AFK gewesen, deswegen bin ich so hin und her zickzack gelaufen. Ich bin ganze Zeit irgendwie im Kreis gelaufen. Warst du vorher mit Para unterwegs, Marv? Nee, gar nicht. Ich bin direkt, ich hatte oben im Dropship die Key-Aufgabe, bin dann, bin erst vorher runtergelaufen, hab meine Begrüßung gemacht, bin dann hochgegangen, hab die Key-Aufgabe gemacht, dann ging Licht aus und bin dann zu Electrical gelaufen. Begrüßung? Okay. Dann habe ich mich wohl verguckt und es war Nero. Also Nero und Para waren, wo ich in Camps war, irgendwo zusammen unterwegs. Wer
Aber das ist schon 30 Sekunden. Wer ist denn ein Self-Report? Ich habe mich vorher mal mit Para durch eine Cam laufen sehen, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Das ist aber schon 30 Sekunden her. Das kann nicht gewesen sein. Aber ja, ist noch richtig gegangen. Okay, das. Ich skippe. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich auch nicht. Ja, ist eh besser, wenn wir skippen. Ja, ich vote mich wahrscheinlich nicht mehr. Selber. Was, Kitty? Ja, na klar. Zweimal ineinander. Keine Ahnung, ich war ja da überhaupt nicht in der Nähe. Ich kann da überhaupt nichts zu sagen. So. Da ist jemand nicht gemutet. Sorry. Ja, das passiert ganz schnell, wenn man nicht gemutet ist. Das ist mir schon mal passiert. Da war ich so tot, das war wirklich viel schlimmer, ey. Der war jetzt hier, ne, irgendwie im Gange. So, was muss ich hier machen? Ich müsste mal einen Moment weg. Was ist das denn mit dem Spiel? Wenn du aufs Klo gehen musst, dann macht er das süß, Süßen. Er läuft ganz nett alleine rum, das tut die übel, das will ich nicht. Ah, Iltis. Elektriker. Keine Ahnung. Da, wie ist das hier? Der ist dann wahrscheinlich nicht. Komm wieder unten hin. Achso, ich muss durch die Dekontamination. Ah, durch die Deko. Geht hier. Die mich durch die Wand erschossen. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. O2 ist da. Da liegt schwarz. Der Nero müsste das sein. Boah, und ich hatte ihn verdächtigt. Hab aber da niemanden gesehen. Komm gerade von Security von den Camps runter. Leider, leider. Er hatte gerade Kitty verdächtigt, so dolle. Nero. Und der ist jetzt tot. Ja, toll. Wo warst du, Kitty? Erzähl mal. Beide verdächtig. Also, ich durfte. Wo ist denn das? In diesem Gang, wo man mal so ganz alleine ist. In diesem Specimen. Ganz recht, genau. Da durfte ich jetzt gerade diesen Schädel reintun, das Blatt und. Wie bist du da hingekommen? Über Admin oder wie? Genau, in Admin. Und da habe ich kurz noch aufs Panel geguckt. Und da habe ich dann niemand gesehen, da dachte ich, ja, da kann ich rein und ich war aber leider ziemlich die ganze Zeit mit Deepstein Admin und ich habe dich da nicht gesehen. Wie? Und ich habe gesehen, dass oben in Lab 2 waren, dann war das Licht aus, dann ging einer weg und dann waren zwei tot auf einmal und irgendjemand war danach ein Specimen, das muss wohl du gewesen sein. Ich lieg direkt neben ihm. Ich habe keine Leichen dort gesehen. Ich lieg direkt neben ihm, ey, was ist das denn? Und Diebster war die ganze Zeit bei mir ein Admin. Du kamst gerade auch. Der hat gerade doch noch gelebt, oder? Der kam mir entgegen, ja. Ja, wer war denn noch ein Admin? Da war doch niemand mehr. Hast du den gerade auch weggemacht, oder wie? Wir sind gerade in diesen Dekontaminer-Dingensbummens. Ich stand daneben. Bei Admin rein. Und dann bin ich raus und er ist in den Gang Richtung Specimen. Und wer war noch in Specimen? Da hab ich keinen gesehen, da muss jemand nach mir reingekommen sein. Ich war ja, weil Diebster hat gerade noch gelebt. Der war bei mir im Admin-Panel. Ja, war ich auch. Ich wie ist denn der Kill-Cooldown? Eigentlich wäre es schon möglich, dass Kitty beide gemacht hat. Ob Kitty beide gemacht hat, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist zeitlich schon kritisch. Ich würde eher sagen, dass der andere Imposter dann den Diebster weggemacht haben muss. Also in Tobi Kitty hat die Leiche gefunden. Wer war denn im Labor?
Ich war ganz am Anfang der Runde im Labor und bin dann aber Richtung Communications. Ist Taffy schon da oder ist er noch weg? Er ist noch weg, weil der steht die ganze Zeit in Office. Das ist seine Masche. 20 Sekunden noch. Wir sollten, ne? Ja, Marv, also, ich würde jetzt erstmal Kitty. Was sagt ihr? Ich bin für Kitty. Aber wo war schlechte Leitung und Marv die ganze Zeit? Oh, bei Electrical. Ja. Electrical. Ich glaube auch Kitty. Tobi an, da bin ich Richtung Westlich Communications, hab die Pole gemacht, diesen Stab dort. Ja. Ja, Kitty ist raus, ey. Beide wird schwierig, ja, aber Kitty ist ziemlich safe, glaube ich. Als Geist weiter ist sowieso viel einfacher. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, ey. Die hat mich durch die Wand erledigt. Durch die Wand hat mich getötet. Ich wollte mit Kitty nämlich nicht rein, ey. Die war mir schon suspekt, ja. Dankeschön, echt, dass ich dir nicht vertraut habe. Also nein, das ist dann nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Bin ich tot. Direkt erstochen worden neben Iltis. Ey, was ist doch, das ist doch ein Witz. Was ist das denn hier? Piep, piep, piep. Ich hab dich lieb. Kapier hier gar nicht, diese Quest. Ah. Ah, Trick 17. Das ist einfach das Quest gewesen. Ey, was für ein Mist. Ey, direkt neben Iltis, ey. Ey, ist die dreist. Ich bin extra rausgegangen aus dem Dingens, ey, weil ich nicht mit Kitty rein wollte. Hätte dann weglaufen müssen. Okay. What the fuck? Huch, ich war gar nicht gemutet, sorry. Erzählt, wo wart ihr zwei? Genau, wen hast du denn gefunden? Ich habe einen Tobi gefunden an Lifeline. Lifeline ist? Rechts neben Office. Ach so, gut, okay. Ach, das ist, wo man diese Puls hier, genau, sag ich mal, sieht. Ja, okay, gut. Ja, ich habe die Map noch nicht so oft gespielt, okay. Ja, ich war unten bei Weapons. Was hast du dort gemacht? Die Task, war das der Müll? Moment, warte. Nee, jetzt waren die Drähte fixen, glaube ich, wa? Und Tavi? Der scheint... Mhm. Immer noch AFK zu sein. Oder? Tavi, hallo? Na, er ist vorher rumgerannt, also er kann nicht AFK sein. Marv kam mir ein bisschen sass vor, der ist mit mir hoch nach Lab. Und plötzlich war er weg. Ich habe meine zwei Tasks in Lab gemacht. Dabei habe ich Tobi gesehen, der war auch dort. Dann habe ich vor Lab die eine Säule gemacht. Und dann dachte ich, okay, jetzt schaue ich mal, warum rennt Marv so komisch rum. Dann war Marv weg. Ja, Marv ist ja tot. Genau. Und noch jemand ist tot. Du hast, Tobi hast du gefunden, ne? Genau. Okay. Ja, doch, Tobi und Marv, die zwei sind tot. Ja. War Nero vorhin schon tot? Oh Gott. Doch, Nero war schon tot. War schon tot, okay. Es ist schwer, sich das alles zu merken, wer wann gestorben ist, war. Aber wieso spricht Tavi nicht? Kann er nicht? Will er nicht? Du bist gemutet, Tavi. Dass er mit dem Spiel auch weggeht, ey. Ist halt schon komisch. Er müsste sich jetzt schon rechtfertigen, wo er überhaupt war, sag ich mal, ja. Also, wenn ich mich noch genau erinnere, wo bist du genau hin nach dem Office-Table, nach dem letzten Meeting?
Na, Richtung Communications und dann zu Weapons. Ich meine, ich habe gesehen, dass du in Admin-Runde bist. Ja, stimmt. Ich bin erst Admin, habe mal ein bisschen geguckt, wer wo ist. Specimen hatte ich schon gemacht, deswegen musste ich da nicht hin. Und dann bin ich halt erst Communications reingesneakt. Das klingt jetzt blöd. Und dann bin ich runter zu Weapons gegangen. Erste Runde war einer tot. Zweite Runde waren zwei tot oder drei? 10 Sekunden. Ja, wo ist denn Tavi? Tavi? Was war das? Tavi, wo bist Tavi du? Tavi oder gar nicht? Tavi, Tavi, wo bist du? Scheiße, was ist denn das? War mein Verdacht wirklich? Wieso habe ich dich einfach gewählt? Was war das denn, ey? Meine Taktik war, ich hatte schlechte Leitung. So ist das. Meine Taktik war, ich rede einfach, dass er vergisst zu voten. Ich habe geredet und bei 3 Sekunden erst gewotet. Weil ich dachte, Kitty, Mensch, was soll das denn? Warum? Vor allem direkt neben Iltis. Er stand direkt neben Iltis, ey. Und er sieht das nicht mal. Ich hab echt nicht gesehen, aber... Vor allem hast du mich durch die Wand erledigt, das war noch viel schlimmer. Ich fand, du bist an mir drin und ich war draußen. Ey, warum bin ich eigentlich immer der Erste, der drauf geht? Hab ich das verdient? Paranoia, sorry, Entschuldigung. Du nimmst auf, ne? Ich nehme dich auf, ich streame. Das ist ja Leute. Streamt sogar. Leute, es tut mir leid, dass euer Paranoia... Sorry, Ghost Gameplay. Das fand ich wirklich bitter, ey, weil wir sind gemeinsam rein und ich bin, bevor die Tür raus halt zuging, bin ich nur rausgegangen, halt aus Deko, und dann bin ich trotzdem tot, weil mich durch die Wand erledigst. What the hell? Und Fang hast gesagt, ich bin der Letzte. Oh Gott. So, nächste Partie. Als Crewmate. Super. Ey, Poster ist nicht schwer, ey. Wenn man überhaupt keine Ahnung hat. Hopp. Schlüssel. Seismikstabilisator. Ist links. Okay. Jetzt hier zu viert. Ikari. Der Bura. Super, der Bura läuft wieder. Minus 39. Ein bisschen kalt. Ist ja wie im Dezember hier. So, hier ist jetzt nichts mehr. Oh nein. Okay, sollt ihr vertrauen? 1, 2, 3. Na gut, ich vertraue dir mal. Hier wurde ich getötet. An der Zeit. Hilft sich wieder ein, der Konsole? Halt. Okay. Rechte Leitung ist da. Hier? Ach so. Aha. Ach Gott, wie geht das denn? Von hier noch gar nicht raus. Was ist das denn für ein Scheiß? Muss ich zweimal machen. Muss ich da jetzt, die Maus ist eigentlich zu schnell. Ich kann das nicht! Naja, ich krieg's trotzdem gelöst.
Dann ist wieder eine Lampe heute aus. Okay. Ach so, jedenfalls. Habt ihr Leiche gefunden, den Tobi! Und zwar in. Lang. Nicht Tobi, warum? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin nicht der Erste. Das ist Tara. Und zwar in O2 habe ich ihn gefunden. In O2? Ja. Und schlechte Leitung war auch in der Nähe. Ja, du auch. Mhm. Was riecht hinter mir? Du auch, ich wollte schon sagen. Von oben von. Kamen wir alle runter, oder? Ich möchte nur sagen, dass die Leiche noch nicht so lange da liegen kann, weil ich war relativ lang bei Lifeline und Iltis auch. Also nicht so lang wie ich, aber. Und als das Licht ausging, war noch keiner tot. Okay, das war jetzt mein. Glaube ich auch. Glaube ich auch, weil ich war vorher, bevor ich zur Elektro gegangen bin, unten bei diesen beiden Rädern da, um das Wasser da aufzufüllen. Da war auch noch keiner tot, weil ich das sagen kann. Wo liegt der nochmal? Beim Wasser? O2. Warte, ich muss gerade halb offen. Also, beziehungsweise in dem Raum, wo man die Kanister auffüllt. Genau da, besser gesagt. Also, unterhalb. Wo der Baum ist? Ja, wo die Leiche liegt, genau da. Nee, halt, der Baum ist ja O2 und da drunter halt diesen Raum, wo du da halt diese Kanister auffüllst. Ah, ja, da liegt der. Da liegt das. Ah, okay. Leitung, ich könnte Para, glaube ich, ausschließen, weil wenn die Leiche auch noch nicht so lange da liegt, dann sind Para und ich beide gerade in Specimen gewesen. Genau. Das kann ich bestätigen. Na gut, es gibt ja zwei Imposter. Ja, ich hab Marv gesehen, wie er aus Specimen bzw. aus Dekon rauskommt. Also mit schlechter Leitung war ich die ganze Zeit lang alleine. Hätte mich locker umbringen können in der Zeit. Specimen, ich hätte dich so oft umgebracht. Ja, genau. Jetzt habe ich das ja auch in Admin gesehen. Und kurz danach kam quasi Marv auch raus. Genau, und ich kann auch bestätigen, dass schlechte Leitung und Diebs da vorher gemeinsam aus Specimen kommen. Entweder sind es beide. Oder es ist einer, der sich nicht getraut hat, aber ich glaube, er ist keiner von beiden. Kitty hätte mich gerade in Weapons wegmachen können, als das Licht aus war. Hat sie nicht gemacht. Okay. Dann bleibt noch Nero, Knochi und Yuka. Ich habe bei. Warst du in Weapons? Obwohl ich stehe ja bei Lifelines. Ich war gerade am. Zumindest hättest du mich sehen müssen, Iltis. Ja, ich bin weg, aber ich bin nach Weapons. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wie lange du noch dort warst. Bis das Licht anging. Okay, ich habe jetzt keine Zeugen. Also ist eigentlich. Also klar. Am meisten das haben Nero und Knochi aus meiner Sicht gerade. Ich habe auch eine Frage zu Nero, weil als das Licht als beim Lichtschalter stand halt als erstes Nero da. Zumindest war das, was ich in den kleinen Winkel da gesehen habe. Oder stand noch jemand in Nero drin? Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ich bin an der Tür an Lila vorbeigegangen. Ja, also als das Licht ausging, bin ich hingegangen und ich glaube, ich bin an der Tür an Lila vorbeigegangen, weil die Tür war zu. Ja, ist das richtig, Kitty? Okay, und ich glaube, als ich runtergegangen bin, stand da schon Nero. Jetzt weiß ich nicht, wo Nero herkam und wie lange er von schon den Kameras. Achso, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Kameras an waren. Ja, die waren an. Da warst du an dem Bildschirm mit Iltis, darum weiß ich das halt auch. Ich verstehe nicht, warum wir nicht S-Leitung mal angehört haben, was er zur Verteidigung zu sagen hat. Ey, da votet ihr mich raus, ernsthaft? Nein, du bist noch drin. Es gibt alles gut. Holy. Das war doch eine Frage. Es waren sehr viele Stimmen, ja. Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Schlechte Leitung schließe ich jetzt mal grundsätzlich aus. Kitty ist für mich wieder verdächtig, weil sie war halt in der Nähe, aber naja. Ach, wieder so Scheiße, ey. Das darf nicht wahr sein. Ach Gott, das kriege ich hier gar nicht mehr. Sorry. Mein Vater hat irgendwas am Internet gerade gemacht gehabt. Nee, ohne dass ich das gemerkt habe. Seid ihr jetzt schon 10 oder? Wenn ja, dann gehe ich raus. Psst! Ja! Jetzt sind wir 10, ja. Kitty? Da war noch was Blaues, was Grünes. Wer war denn grün? Paranoia ist auch noch am Leben. Elektro.
Kam wieder Nero wieder her. Warum bin ich die Türen plötzlich zugegangen? Knoffi? Hallo. 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 Was ist down. It is down. Ich hab's im Lifeline gesehen. Aha. Hast du ihn auch gefunden? Nein, hab ich nicht. Ist jetzt ein bisschen blöd, ja. Hättest du nicht einfach ihn suchen sollen? Er bringt das mit rein. Aber ich hab hier keine Tasks mehr, also dachte ich nur, ja gut. Ja, genau, dann wäre das. Dann wäre das nämlich ganz gut. Ich hab auch keine mehr, ich bin auch fertig. Ich bin auch fertig. Ich hab noch ganz viele offen. Das liegt daran, dass ich am Anfang die ganze Zeit an Lifeline stand, Leute. Ich bin schuld. Wir haben alle. Ja, aber. Okay. Hat jemand irgendwo Iltis noch gesehen, damit wir irgendwie ein bisschen zurückverfolgen können? Keine Ahnung. Leider nein. Nein. Die letzte Task, die ich gemacht hatte, war den Müll zu entsorgen. Da hatte ich quasi Kitty, dich hatte ich gesehen und ich glaube zumindest Marv. Und dann dachte ich, ich gehe mal in Richtung Camps. Dann ging das Licht aus, die war quasi hinter mir. Dann habe ich quasi in Electrocat das Licht wieder gefixt. Da habe ich quasi Deep gesehen, aber und da war noch ein Dritter. Da war plötzlich Nero dabei. Nero war auch wieder plötzlich dabei. Nero, okay, alles klar, danke. Und dann bin ich quasi in Richtung Camps gegangen und da stand er schon Marv. Könntest du mir nochmal sagen, wer alles? Ich stand im Prinzip auch die ganze Runde Camps. Para? Was, wer? Könntest du nochmal sagen, wer mit wem du was warst? Ich kam gerade gar nicht mit. Achso, ja, also ich war kurz bevor das Licht ausging, habe ich den Müll entsorgt. Das war meine letzte Task. Wo ist der Müll nochmal? Du meinst über den bei Wasserrädern links unten. Ja, es müsste auch unten im Südwesten sein, ja, weil dann bin ich mit ihm hochgegangen, ja. Genau, so, und dann ging das Licht aus und ich und die, wir sind hoch. Haben quasi das Licht gefixt. Ja. Oder ich, ich hab nichts gemacht, weil du dran gefummelt hast, ja. Ja, genau. Also, wir drei waren dort oben bei Electrical und dann dachte ich, okay, ich habe keine Tasten mehr offen, gehe ich mal rüber zu Camps. Da stand er schon mal auf und hab mal ein bisschen gescoutet. Ja, bin ich Richtung Labor gegangen. Da war die Tür war zu und da bin ich immer reingegangen und dann war der Knochi nur da, aber hab da keine Leiche gesehen. Ich bin gerade von einem Spezi, wenn du wieder schiffst. Ja, gut, du kamst von unten, ja, aber ich hab dich da gesehen, weil ich gerade selber auch schon nach Leiche gesucht habe, da oben. Heißt ja theoretisch, dass der ganze Westen, das Labor, ich war beim Wasserrädern und bin dann runter, das dritte Wasserrad, wieder aufschrauben. Ja. Das hatte ich so und bin dann halt an die Lifelines, das heißt, dieser ganze Bereich ist abgedeckt. Das heißt eigentlich nur Specimen und vielleicht Storage sind nicht irgendwo gesehen worden in letzter Zeit. Und wer war bei Specimen? Knochi. Ja, aber wir wissen nicht, wo die Leiche ist, das Problem. Wir wissen nicht, wo die Leiche ist, weil jemand gedrückt hat, statt die Leiche zu suchen. Schlechte Leitung, der ist für mich nicht verdächtig wegen Specimen, weil ich da mit ihm eine ganze Zeit lang war. Also, ja, hätte ich dich einmal töten können. Also ich wollte nicht sagen, dass es ja, aber ist, Leute. Ich wollte nur sagen, dass ich es nicht so cool finde. Also lieber die Leiche suchen, wenn ihr es wisst, okay? Leute. Also, bin ich einfach ein bisschen besser. Klar. Deswegen sollt ihr nicht voten. Ich wollte damit nur sagen, macht es bitte selber nicht. Na, also ich halte mich nicht verdächtig. Dann hätte mich locker wegmachen können. Ich ihn aber auch, also ich denke mal, der Knochen habe ich halt gesehen, ja, aber ich bin fertig, ja, was mache ich jetzt hier? Ja, Iltis ist jetzt weg, den sehe ich jetzt nicht mehr. Da ist ein Dingens. Yukari. Wer ist tot? Wer ist braun? Keine Ahnung. Okay. Wo ist Para? Wo ist Para abgeblieben? Aber der hat doch den Müll gemacht.
Der ist jetzt hier. Nero ist immer in der Nähe, das ist ganz seltsam. Ich finde Nero immer in der Nähe, das finde ich ganz komisch. Kitty? Wieder Kitty. Wer war es? Ja. Yukari und? Ja. Die Tars waren zu gut. Knochi. Ach. Doch, Knochi. Ja. Kaum spricht man Verdacht. Nee. Also hast du Iltis ins Bissimen erwischt? Nein, ich habe Iltis nicht gekillt. Das war im. Ach so. Das war ich. Ja. Ich hab Tobi, Yukari war's? Ich habe Tobi gekillt und Gorilla. Ernsthaft? Ja, aber das Problem war, dass ja immer Leute so mehrfach um mich rum waren. Ich so, oh fuck, das ist schlecht. Ja. Sie kommt kaum rein, dann schon wird sie Impostor. Ich hab so gehofft, dass Knochi Sachen umbringt, weil er immer alleine war und ich nicht alleine war. Richtig einmal nicht, ey. Ja, ich sag mal so, Cooldown hat's wieder im Und warum? Aber ist nicht so schlimm. Warum den Tobi zuerst? Ey? Ich bin doch der, der am wenigsten durchsieht im Spiel. Tobi, ich hätte niemals umgebracht, das weißt du. Tobi niemals schon. Wenn Tobi zuerst stirbt, bin ich das, dann ich hab, ist nochmal die Poster sehr gehofft, dass ich sehr, sehr nett. Yuki, danke, danke. Ich weiß dich nicht umgehen. Also. So, letzte Runde. Als Kuwait. Also, Poster muss man so üben, ne? Wie man das spielt. Super. Dann machen wir es zuerst. Hauptsache nicht sterben. Sterben muss ich nicht unbedingt als erstes. Ach. So, hopp. Ja, zwei, da muss ich zweimal aufladen, zweimal auffüllen. Ach, Yuka. Bitte nicht, Yuka. Aber die war jetzt eben schon in der Posta. Ja, also. Okay, muss ich nochmal dahin? Das ist ja wirklich ganz bescheuert. Gefällt mir gar nicht. Iltis. Okay. Hola, was? Na, Schiff auf, würde ich sagen. Wo muss ich jetzt hin? Wo ist denn das? Ach so, auf der anderen Seite. Ah, alles klar. Okay. Okay, okay, okay. So. Den und dann. Ich glaube, ich davon drei Stück. Ach, wir rennen immer unten rum. Machen wir mal die Seite hier fertig. Würde ich sagen. Da ist der Müll. Da muss ich auch auffüllen. In Luft. So, und den noch. Wo ist sie? Oh, nee, Tobi auch. Zwei tot. Okay, warte. Oh, Nero ist nicht gedingst, nicht Müll. Nero, wo ist Kitty? Doch, war das Purple? Ja, im Lavasee. Aha.
Ich bin so. Da war sie. Das ist eine sehr auffällige. Jo. Außerdem warten die Camps nicht an. Eigentlich müsste es doch jemand in den Camps gesehen haben. Pobi ist vorher, als ich nach O2 gegangen bin, ist er zu den Camps gegangen. Sag nicht, dass Tobi Camps war. Tobi war Camps. Schön. Am Anfang war jemand in Camps, ja. Jetzt ist er tot. Ja. Weil derjenige, also Kitty hätte man bestimmt gesehen auf dem Camps sind tot. Luca, was hast du denn da so in den Büros gemacht? Ja, ich habe Lifeline geguckt, dann habe ich gesehen, als du zu mir kamst, bin ich ja schon auf die Suche gegangen, weil da war Kitty schon tot. Ist recht lang. Ich bin da natürlich falsch rausgegangen. Schlau, ne? Weil ich habe gedacht, sie wäre beim Lab gestorben. Oder bei dem Licht. Auch. Weil ich habe sie am Anfang bei Labs gesehen. Und da war sie und sie ist nicht zu Licht gelaufen. Wisst ihr? Warst du gerade in Labs, Yuka? Ich war jetzt gerade in Labs, ja. Ja, okay, weil ich war am Admin-Table und dachte... Die Anzeige war sie schon tot und du hast sie nicht gesehen. Ich habe sie nicht gesehen, ich bin in die andere Richtung rausgelaufen. Du bist mir doch entgegengekommen. Ja, ich weiß. Ja, genau. Und da habe ich gesehen, sie war schon tot, also ist schon länger. Da war aber Tobi noch nicht tot. Als ich geguckt habe, war Tobi schon tot. Also ich habe geguckt auf den Bildschirm. Als du mir entgegenkamst, danach gleich? Ja, und da war Tobi auch tot. Okay, dann ist es auf jeden Fall nicht ein Imposter wahrscheinlich, weil die Zeit zu lang. Also es waren dann zwei Kills von zwei verschiedenen. Würde ich mal sagen. Ja. Der arme Tobi sind wieder. Also wen ich ausschließe, ist, außer er faked ganz gut, ist Deep. Der hat nämlich ziemlich gut Storage gemacht. Ja, da war ich. Ja, der hat auch das mit dem Aufladen und ist auch zu der richtigen Seite gegangen, Aufladen und wieder zur richtigen Seite gegangen. Ich bin aktuell mit, ich glaube, Marv in Weapons. Ja. Ja, Knochi steht Weapons, das stimmt. Dich habe ich gesehen, sogar von außen, von der Wand, weil man deinen Namen gut sieht. Ich muss halt beide Tauschen machen. Das ist erst Download und jetzt. Und Knochi stand da eben auch noch. Also wenn Nero nicht lügt und sagt, Tobi ist gestorben eben schon, also schon was länger war es auf jeden Fall Knochi nicht. Die würde ich auch ausschließen. Ja, ich war unten im Südwesten, da war aber weit und breit keiner, also. Alle anderen sind für mich nicht ausgeschlossen. Außer ich mich selbst. Knochi ist. War der jetzt vor kurzem noch in Weapons? Weil der war vorher schon bei mit mir in Weapons drin. Ja, aber den stand er eben immer noch, als ich vorbeigelaufen bin. Echt? Was hat er da gemacht? Also vorher? Downloads hat er bei mir gemacht. Vor 30 Sekunden oder so habe ich dort die Asteroiden gemacht. Okay. Da war der vor mir schon drin. Er hat auf jeden Fall nicht den Kill an Tobi begangen. Bei Kitty kann ich es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Und Nero kann den ersten Kill wahrscheinlich auch nicht gemacht haben. Glaube ich nicht. Ja, und ist später also zurückgelaufen. Oben war's. Achso, ja. Weil Nero war oben, als das Licht ausging. Keine Ahnung. Ich kann dazu echt überhaupt nichts sagen. Ich habe weit und breit niemanden gesehen mehr, nachdem ich aus Ingens raus bin. Na, wir weitermachen, ne, mit unserem Quest hier. Ja, so. Weil wir das nicht mehr machen, komplett. Das kann doch mal ein Vorteil sein, unter Umständen, wenn nämlich einer ist, der lauert und dann müssen wir hier mal nach oben. Okay, Lucario und Iltis. Nero. Da waren wir schlechte Leitung. Ich weiß, glaube ich, wer es war. Wo erstmal? Laboratory. Ja, S-Leitung ist gerade weggelaufen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich komme da so lang, ich sehe da eine Leiche, ich sehe da so Nero, aber dann dachte ich so, ja, warte, da war auch S-Leitung kurz davor. Das heißt, kurz hinter mir kam eigentlich noch Knochi. Knochi war mit mir ein Specimen. Knochi ist stehen geblieben, als die seismischen Dinger hier hin und her gesponnen haben. Und kam nicht mit nach Norden und ich bin dann nach Westen gegangen, wollte gerade zur Rakete gehen, um die hier diese vier Ausrufezeichen da wegzuklicken. Hast du auf dem Weg Diebster umgebracht? Nee, natürlich nicht. Nero, was hast du genau gesehen? Naja, die S-Leitung ist dann an der Leiche direkt vorbeigegangen. Von daher. Hat nicht reportet?
Genau, hat er halt nicht report. Also ich habe nicht die Animation gesehen, glaube ich, aber also war es schon vorbei, wenn du nach Westen gegangen bist. Essleitung ist auch wieder in Laboratory kurz reingegangen. Wer war nochmal rechts und links bei den gerade? Links eben war Nero und Marv, die habe ich da kommen sehen. Jukka hat kontrolliert, ob eine Leiche liegt und Knochi habe ich gar nicht gesehen. Aber Nero war doch auch auf der rechten Seite, oder? Ich wollte gerade sagen, ich habe mich da Nero war doch Diebster mit mir da oben. Nero war rechts. Bei Nero dem, war als, ja, als das jetzt hier deaktiviert war, meinst du, ja. Nero war rechts. Hä, wer kam mit dir, Marv? Wer kam mit dir vor? Ich war mit links mit Diebster oben beim bei dem Seismic-Ding. Aber S-Leitung war nirgendwo, so, richtig? Okay, könnte es sein, dass ja, ich doch, ich bin mit S-Leitung hoch und Knochi kam halt hinter mir her, wie schon gesagt. Boah, es sind ja eh noch zwei, ne, Leute? Es sind noch zwei, wir müssen irgendwie kommen. Ja. Ich sag S-Leitung. Das ist doch ziemlich, ziemlich offensichtlich. Ich und Nero haben ihn beide gesehen. Also entweder sind es Knochi und Nero. Ja, okay. Da wir oder ja S-Leitung. Oder? Sehe ich das jetzt richtig? Weil wenn Knochi und Nero sagen, sie haben das gesehen mit S-Leitung, hat Knochi das auch gesehen? Und Nero, weil ja, natürlich. Ich meine, nicht ja natürlich, sondern vom Prinzip her. Es kann halt nicht sein, dass die Seismic-Dinger dann nicht funktionieren, aber naja. Das war kurz danach, weil ich eine Task gemacht habe, aber hey. Tja, hat mich voll erwischt. Ja, aber letzte Runde habe ich noch vertraut, ey, das hat man von seinem Vertrauen, ne? Denk mal an, ach, das ist schon, der macht schon nix. Und dann bist du dort. Die rücken einem wirklich. Ich hab dir vertraut, Mann. Richtig passiv vorher habe ich dir vertraut. Ach Gott. Das ist echt bitter, aber was, muss man einfach sagen. Oh, nehmen wir ein paar Kabel, lassen wir wieder scannen. Ach man, warum brecht das mal ab, ey, wenn ich chatten will? Ach ja. Naja, so, die letzte Partie war leider vorzeitig zu Ende. So ist das. So, jetzt habe ich. Ach, mein Lieblingsspiel hier. Wo war das? Ha, überall Klänge gefunden. So, ich war gerade hier. Ach, mein Todesurteil. 35 Grad minus. Ist halt übel sowas, ne? Ist halt übel. Soll ich wieder Kabel machen? Ja, ne? Machen wir halt Kabel. Aber wer ist der zweite Imposter? Hab ich noch nicht rausgefunden. Wer ist Nummer 2? Die Daten vom Geist. Es war ja Halloween. Geisterdaten. Geisterdaten. Oh. Yukari ist tot. Yukari ist tot. Iltis. 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 Da liegt eine Leiche. Puh. Hallo, was? Also wer war jetzt bei mir? Marv und Nero. Yes. Alle waren mal zusammen, glaube ich. Ja, ich war ab Electrical die ganze Zeit mit Nero zusammen. Vor Electrical habe ich Knochi und Nero gesehen. Marv kam irgendwann später. Ich war nicht bei Electrical.
Ich war beide Male nicht da zum Lights fixen. Das letzte Mal habe ich Iltis mit Yukari bei dem Bildschirm gesehen. Ja, das ist... Genau, da habe ich dich gesehen, wie du herkommst. Ich weiß noch, dass Knochi unten am Admin-Table stand. Und dann bin ich rechts raus. Und dann irgendwann war das Licht aus. Ja, das ist jetzt... Marv habe ich am längsten nicht gesehen. Ist auch richtig, ja. Weil ich ja meine Task oben in Laboratory hatte und dann noch einen Upload in Communications hatte. Neuro würde ich rausnehmen, den habe ich die meiste Zeit gesehen. Also halt nie durchgehend, aber immer wieder mal. Knochi, wie lange warst du im Admin-Table unten? Keine Ahnung, ich habe Karte wieder hier auf dem Server gesucht, weil ich MedBay nicht gefunden habe. Ich dachte, das Chaos machen aus. Da kann ich dich da. MedBay ist oben beim Lab ganz rechts. Hier. Ja, habe ich jetzt auch herausgefunden, aber ich hab's da halt nicht gewusst. Du warst aber nicht oben jetzt am Ende. Irgendwann zwischendurch ja, mal. Okay. Ist jetzt noch nicht. Jetzt, wo muss ich da eigentlich hin? Ganz hoch, ganz oben rechts. Ja, aber Marv kam uns auch entgegen. Ja, ich kam euch entgegen, aber es wäre ja auch schon ziemlich dumm von mir gewesen, euch zu sagen, ich war nicht beim Lights fixen, weil ich oben bei Laboratory meine Aufgaben gemacht habe und dann da unten Yuka umzubringen. Das wäre aber ist nicht gewesen. Oben im Lab ein Vent zur Admin-Runde? Weiß ich gar nicht. Ich bin nicht, also ich kenne die Vents gar nicht. Boah, ich muss die Karte auflassen, merke ich schon. Ja. Doch, ich hab's ja offen, da ist ein Vent. Da ist ein Vent, man kann da runter wenden, theoretisch. Okay, ja, aber wusste ich nicht. Du könntest vom Lab, könnte er da halt kurz. Aber war Marv nicht draußen? Ja. Marv ist uns halt einfach in Office entgegengekommen, mir und Nero. Also, ist richtig. Keine Ahnung. Aber so am meisten sass für mich ist aktuell nach den Schilderungen Marv. Ja, aber es wäre halt mega dumm gewesen, von mir da Yuka umzubringen und das dann zu sagen. Nur. Ja, schwierig. Weiß es nicht. RIP, Alter. Hätte es skippen sollen. Ich war mir nicht sicher. Ach ja. Wir helfen. Was wird's gewesen sein? Oh no! Yes! Leute, oh Mann! Ihr sagt noch am Anfang, ja, wir waren zu dritt. Und ja. Jetzt ist so, ja, und dann kann der sein und der sein und der sein. Und hinterher, sein. Hinterher wusste nicht mehr, dass wir zu dritt waren. Erst. Genial. Haben das vergessen. Ihr wusstet doch eigentlich, dass ihr es nicht sein könnt. Ja. Aber ich muss natürlich sagen, ich hatte Nero. Iltis redet und redet und ich sitze hier und denke mir so, Leute, ja, lasst ihn doch nicht reden. Ja, wir haben uns einfach einlullen lassen, das war. Ja, ihr habt euch echt richtig einlullen lassen. Jetzt am Ende dachte ich, boah, warum geht der Alarm so schnell an? Ich hab den nicht angemacht, das war ein bisschen früh. Ich war's. Aber ja, er muss ja gewesen sein, ja. Wäre Nero nicht falsch gelaufen, dann hätten die es geschafft, vielleicht zum Admin-Table noch. Ich hab ihn erst auf dem Rückweg gekillt. Oh, ach so, echt? Ja. Aber war krass, ich habe echt gedacht, ich saß da so, ich so, Iltis, ich hab dir so vertraut. Ich dachte so, okay. Ah. Tja. So, das war's mit Among Us für heute. Es war eine lange, lange Folge. Ich hoffe, ihr trotzdem noch Spaß daran hattet. Denkt wie meine Kommentare und an die Bewertungen noch an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht.
Denkt an, ihr folgen könnt auf Twitter und auf Facebook, macht euch Tanzen bleiben. Ihr könnt beitreten dem Discord-Server zum Kennenlernen, Quatschen, Mitspielen, Mitmachen, Mitgestalten. Dort erfahrt ihr immer alles, was Neues gibt, noch viel, viel mehr. Alles findet ihr in der Videobeschreibung, wie auch die Kanäle aller Mitspieler, sofern sie einen Kanal haben. Und ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.